Okay, liebe Leute, ich will kurz erläutern, was hier der Stand der Dinge ist, beziehungsweise wir haben gerade keine Fackel. Ich gehe mal ins Licht, weil damit ihr seht ihr noch ein bisschen was. Also, das ist ein Spielstand, den habe ich für YouTube begonnen. Es gibt zwei längere Angespielt-Videos, in denen ich zu diesem Spielstand hier gekommen bin. Wir spielen das jetzt hier weiter. Es ist so, wir sind eine kleine Gruppe von Bauern, so kann man sagen, die vor dem Krieg geflohen sind. Wir sind in Japan, in der Zeit der streikenden Reiche, in der Zeit der Sengoku-Zeit und suchen das sagenumwobene Königreich der Bauern, also das Gebiet, wo Frieden herrscht und wo die Bauern sich selbst regieren. Und wir sind im Prinzip auch in dieses Gebiet gekommen, in dieses Tal. Das ist das Tal, das wir noch nicht erkundet haben. Das Spiel hat irgendwie auch so einen Erkundungsaspekt. Man weiß also nicht, wo was ist. Ganz interessant. Aber natürlich, wie das immer so ist, es gibt dann doch irgendwelche Probleme, mit denen sich auch die Bauern hier rumschlagen. Und es gibt auch Banditen. Also so einfach ist hier alles nichts. Aber immerhin, wir haben uns einfach mal selbst erlaubt, hier ein erstes Dorf zu gründen. Und wir müssen aufsteigen mit Dynastiepunkten. Dynastie-Legende-Punkten, um mehr Bewohner und mehr Gebäude bauen zu können. Und am Anfang wird man da durch so eine Questline geführt und die sagt im Moment, dass wir Dynastie-Legende 5 erreichen müssen, um weiterzukommen. Das erreichen wir, indem wir Bewohnern dieser Gegend helfen. Und das haben wir schon getan. 3 Leute wurden uns genannt. Mit einem haben wir schon gesprochen, dem haben wir geholfen. 2 stehen noch aus. So, gleichzeitig müssen wir aber dieses Dorf, was wir hier gerade beginnen aufzubauen, schon unterhalten. Wir haben unsere Freundin mit ins Dorf geholt, namens Akko. Und für die haben wir auch ein Haus gebaut. Und dementsprechend mussten wir schon Mahlzeiten hinterlegen und Getränke. Das ist ein bisschen anders als bei Medieval Dynasty. Die werden abgerufen einmal pro Jahreszeit, ich glaube am Beginn der Jahreszeit. Wir sind jetzt aktuell, wo sehen wir das eigentlich hier, im Frühling, also in der ersten Jahreszeit, am Tag 4 von 5. Wenn Tag 5 endet, gehen wir zwangsweise in die nächste Jahreszeit und dann werden die Kosten hier uns abgezogen. Und wenn wir die nicht erfüllen, reduziert sich die Zufriedenheit. So ist das Grundsystem. Okay. So, jetzt haben wir schon gebaut. Ich zeige es euch kurz. 2 Wohnhäuser. Es ist so, dass tatsächlich in den Anfanghäusern immer nur eine Person leben kann. Das heißt, es gibt noch keine Kinderlein. Erst beim großen Haus. Noch nicht mal beim mittleren Haus. Wir haben gebaut hier ein Wasserlager. Ne, Dynastie-Getränkelager. Und wir haben gebaut ein Nahrungslager und ein Brunnen. So, was wir jetzt eigentlich noch bräuchten, um ehrlich zu sein, es juckt natürlich in den Fingern, jetzt mit den anderen Dorfbewohnern zu sprechen, aber wir bräuchten eigentlich noch eine Sammlerhütte, weil nur mit einer Sammlerhütte können wir auch im Übergang zur nächsten Jahreszeit mal vernünftige Sammelaufgaben vergeben. Und wir brauchen weitere Lager. Insofern würde ich jetzt, glaube ich, tatsächlich erstmal noch weiter bauen, bevor wir an die Quests gehen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Aber euch bleibt auch nichts anderes übrig. Ihr müsst mit der Entscheidung jetzt leben. So, wir haben aber für uns selbst nicht mehr so richtig was zu essen. Dann müssten wir eigentlich mal was aus dem Lager für uns holen. Können wir eigentlich mal machen. Ich habe da ein bisschen zu viel reingepackt. Wir holen uns mal 8 Gobo-Wurzeln für uns selbst zurück und essen mal, bis unsere grüne Leiste auf Maximum ist. Ja, Fleisch ist schon ein bisschen angenehmer, ne? Wir können mal gleich gucken. Hier, wir haben jetzt nur noch 230 Mahlzeiten, aber 75 benötigen wir. Ja, Kohlsuppe, ob es die hier geben wird, bezweifle ich etwas. Das ist ein bisschen schade, aber da müssen wir ein Pendant finden. So, ich hole mal den Bauhammer raus und man kommt hier, glaube ich, auch zusammen, indem man 2 Leute zusammen wohnen lässt. Vermute ich. Ich weiß es nicht genau. Es ist meine Vermutung. Keine Ahnung. So, wir gucken mal. Also, was ich jetzt gerne bauen würde, ist wie gesagt so eine Sammlerhütte. Ich weiß nicht, gilt das als Produktionsstätte? Wir müssen, ja, da oben haben wir sie schon, Sammlerhütte. Eine Produktionsstätte, die der Beschaffung von Kräutern, Pilzen und Blumen dient, sowie anderen grundlegenden Rohstoffen, die sich leicht beschaffen lassen. Und wir bekommen Besuch vom geschätzten Ranger und seinen Zuschauern. Schön, dass ihr da seid. Herzliche Grüße an den guten Ranger und die lieben Zuschauer des Rangers.
Wir haben gerade gestartet. Ihr habt gerade meine Einleitung verpasst. Die werde ich jetzt leider nicht nochmal wiederholen. Ihr werdet jetzt ins kalte Wasser gestoßen. Wir spielen Sengoku Dynasty und ich überlege, was ich hier gerade noch baue in unserem ersten Dorf, dass ich schon für YouTube ein bisschen aufgebaut habe und jetzt weiterspiele. So, also Sammlerhütte, Holzfällerhütte. Das sind beides wichtige Sachen. Ach Leute, das müssten wir bauen. Und wie sieht's aus mit den Lagergebäuden? Allgemeines Lager haben wir auch noch nicht, ne? Holzlager. Es brauchen wir eigentlich, brauchen wir diese vier Gebäude. Puh, pass mal auf, wir machen das so. Ich werde jetzt mal zwei von den Gebäuden bauen, glaube ich. Und dann reden wir, machen wir mal die nächste Quest und dann bauen wir die anderen Gebäude, dass wir ein bisschen Abwechslungsreichtum haben. So, Dienstleistung war es nicht. Genau, gehen wir wieder zu. So, Holzfäller. Also, wo sammelt man Steine? Das würde mich interessieren. Oder nee, ich hatte gesagt, Holz ist ein bisschen mühsamer, ne? Pass mal auf, wir bauen die Holzfällerhütte und das Holzlager. Das ist das, was wir zuerst bauen. Okay, das machen wir auf die andere Seite. Vielleicht so hier in der Nähe dann auch des Waldes. Das scheint mir irgendwie ganz sinnvoll zu sein. Die Holzfällerhütte. So, geht los. Wir brauchen 8 Holzstämme. Also, das Spielchen kennt ihr. Jetzt beginnt der Grind. Wir gucken mal ins Inventar. Wir haben auch nicht viel mehr Platz als für 8 Stämme. So, das ist hier mein berühmter... Ah, ich habe ja gelernt, ne, wir brauchen hier nichts weiter zu bearbeiten. Wir müssen die nur einfach so nehmen. Das ist mein berühmter Luftschlag. Wir bearbeiten nämlich die Bäume schon, während sie fallen. Das ist hier die spezielle Technik der japanischen Holzfäller. Ihr seht es. Legendär. So, und damit ist das Inventar schon voll. Hier ist es so, es gibt keine Gewichtsbegrenzung, sondern das Inventar ist einfach durch die Slots begrenzt. Ist ein anderes System. Was haltet ihr von Natto statt Kohlsuppe? Was ist denn Natto? Ich kenne mich mit japanischer Kultur und Esskultur auch überhaupt nicht aus, muss ich zugeben. So, okay. Das haben wir gebaut. Jetzt brauchen wir 8 Bretter. Okay, Bretter sind ein bisschen dankbarer, weil Bretter stacken. Das heißt, wir können die direkt vor Ort fällen und bearbeiten und da können wir deutlich mehr mitnehmen. Okay, fermentierte Sojabohnen. Sind das? Ja. Klingt fast so wie Kohlsuppe. Ist es dann auch lecker? Weil Kohlsuppe ist lecker. Ich bin mir nicht ganz sicher. Fermentierte Sachen habe ich so eine gewisse Skepsis. Okay, so, jetzt holen wir unsere Dechsel raus, um direkt Bretter zu machen. Ja, die ist auch direkt kaputt gegangen. Was mir auch aufgefallen ist, die Werkzeuge gehen, habe ich das Gefühl, deutlich schneller kaputt. Was ich aber eigentlich ganz gut finde, weil man dadurch viel stärker motiviert ist, in die nächste Technologiestufe zu kommen. Wenn ihr meinen Medieval Dynasty Streams verfolgt oder die VODs davon, wisst ihr, das ist, ja, ich finde es gar nicht so bedeutsam, da ehrlich gesagt diese Eisengeschichten zu haben oder die Metallgeschichten. Pass mal auf, wir machen noch ein paar Bretter mehr. Während das hier schon ganz schön nervig wird. Man sagt, es schmeckt Europäern wie Erbrochenes. Ah, ich glaube, dann bitte doch eine Alternative. Wahrscheinlich hat das jemand vorgeschlagen, der keine Kohlsuppe mag und meinte deshalb, das wäre alternativ eine gute Wahl. Ich weiß nicht so recht. So. Ich guck mal ganz kurz. Wir nehmen auch noch ein paar Stämme selbst mit. Die können wir immer noch zu Brettern verarbeiten. Und gehen dann mal zurück, um zu bauen.
Ramen ist immerhin eine Suppe. Na, mal sehen, was das Spiel hier zu bieten hat. Und wir bekommen den nächsten Besuch, während ich hier die Bretter einschlage. Herzlich willkommen an Strategie-Ecke und Zuschauer, schön, dass ihr zu uns kommt. Wir sind, wie ihr sicher wisst, gerade dabei, Sengoku zu spielen. Ich habe schon ein bisschen für YouTube vorbereitet. Wir haben schon ein bisschen was gebaut. Wir bauen einfach unseren Spielstand weiter. Ich habe gerade so ein bisschen Erklärbär gemacht. Das werde ich jetzt nicht wiederholen. Ihr müsst einfach so reinkommen. Das geht aber auch. Ist sehr ähnlich wie die Medieval Dynasty mit aber einigen interessanten Veränderungen, die wir nach und nach so kennenlernen werden. Schön, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank. So, jetzt gucken wir mal, was müssen wir hier bauen? Außenwandphase. Hier sind einfach nur Bretter nötig. Gut. Bretter und Stöcker. Bretter haben wir Gott sei Dank noch ein paar. Okay, das wird komplett auch gebaut. Hervorragend. Könnte vielleicht sogar direkt reichen. So, was brauche ich denn hier? Leerer Eingang? Leerer Eingang. Was ist denn ändern? Einfache Tür. Könnte man möglicherweise eine Tür da reinbauen? Okay, also so bleibt es einfach ohne Tür. Das ist optional, wenn ich das richtig verstehe. Ja, wahrscheinlich ist es so. Gut, wir bauen mal das Dach. Da scheinen wir alles zu haben. Nee, 6 Bretter müssen wir noch produzieren. Aber wohlweislich habe ich ja ein paar Stämme noch mitgenommen. Die wir noch schnell zu Brettern verarbeiten. So. Nee, also... Oh, warte mal. Hier haben wir noch eine Zimmermannsstation, die gebaut werden muss. Und wir brauchen immer noch 4 Bretter. Na, wir haben nur noch... Ne, wir haben 2 Stämme noch. Sehr gut. Okay. Was kriegen wir jetzt für Infos? Um versorgt zu werden und Dinge herstellen zu können, benötigen deine Dorfbewohner Zugang zu Werkzeugen und einen Ort, an dem sie das Ergebnis ihrer Arbeit lagern können. Dazu sind Dynastie-Lagergebäude gedacht. Errichte sie in jedem Dorf, das etwas zur Produktion beitragen soll. Um den Zugang zu erleichtern, werden die Inhalte der Dynastie-Lager global geteilt. Das war, glaube ich, bei Medieval Dynasty auch so. Vermittels verschiedener Einrichtungsgegenstände in diversen Gebäuden kannst du auf sie zugreifen. Befülle sie mit allem, was deine Dorfbewohner brauchen. Bedenke dabei aber, dass Gegenstände nur in den richtigen Lagern abgelegt werden können. Persönliche Aufbewahrungsmöglichkeiten sind nicht auf diese Weise begrenzt. Verstehe. Gut. So. Das heißt, ich glaube, das Gebäude ist fertig gebaut, weil sonst hätten wir die Info nicht bekommen. Und irgendeine Dame hat sich da auch schon reingestellt. Ach, Akko. Akko will wohl hier die Zimmermannsarbeiten erledigen. Wir gucken mal ganz kurz in den Dynastiebereich. Arbeitsplätze. Und wir sehen, wir haben jetzt Platz für Holzarbeiter und Sammler im Brunnen und Koch. Gut, das brauchen wir jetzt noch nicht einstellen, weil, ich wiederhole nochmal, das System hier anders ist als Medieval Dynasty. Die Arbeiten werden nicht laufend quasi erledigt und können laufend verändert werden, sondern man stellt die einmal für die Jahreszeit ein und bekommt dann, ich weiß nicht genau, ob am Ende der Jahreszeit oder direkt schon am Anfang, keine Ahnung, die Ressourcen. So habe ich das zumindest verstanden im Tutorial. Wir werden gleich sehen, wenn wir den Jahreszeitwechsel haben, wie es funktioniert. Deswegen haben wir auch noch keinen Druck. Wir müssen, glaube ich, jetzt hier auch noch nichts einstellen. Aber ich kann es einfach mal machen, nur mal so spaßenshalber. Holzarbeiter. Zuweisen Dorfbewohner. Okay, wir können jetzt sagen, sie soll Holzstämme Nadelbaum produzieren. Gut, wir haben aber kein Holzlager. Das ist das Problem, das müssen wir nämlich als nächstes bauen.
Zuerst Dorfbewohner zuweisen. Ja, zuweisen Dorfbewohner. Wie mache ich das? Kein Holzlager. Zuweisen Dorfbewohner hier. Wir machen mal Akku. Allgemeines Lager benötigt, um Werkzeuge zu liefern. Verstehe. Und Holzlager ist dann benötigt, um die Holzproduktion. Okay. Gut. Das heißt, wir können hier wahrscheinlich noch nichts einstellen. Die Prozentzahlen, weil wir die Lager entsprechend noch nicht haben. Tja, liebe Leute, also wir sollten wirklich dann auch erstmal die Lager produzieren, ne? Nicht, dass wir hier die ganze Jahreszeit vielleicht verschwenden, wenn wir das nicht vernünftig vorbereitet haben. Das wäre ärgerlich. Okay. Chat unterhält sich noch über leckere japanische Speisen. Das ist auch gut. Baranda schreibt, der aufgebockte Stamm in der Holzsammlerhütte sieht genauso aus, wie es in der Zeit üblich war für die Holzbearbeitung. Interessant. Sehr schön. Können wir auch selber? Ah, schaut mal, wir können jetzt auch selber hier produzieren. Aber Bretter können wir auch. Ist die Frage, warum sollte man hier hingehen, wenn man das. Aber wahrscheinlich, weil man dann kein Werkzeug verbraucht, wenn man hier das macht. Könnte ich mir vorstellen. Das ist interessant. Okay. Gut, wir bauen das Holzlager direkt daneben. Gebäude, Lagergebäude, Holzlager. Ist aber ein Riesengebäude, meine Güte. So, ein bisschen weiter nach hinten packen. Scheint aber nur hier vorne Platz zu haben. Kann mir gar nicht vorstellen. Dann ist es eben so. Dann machen wir es hier. Ja, effizienter. Weiß ich nicht, ob es jetzt schneller geht von Zeit her. Das könnte man auch gucken. Ich fand das jetzt schon super effizient, hier mit diesem Ding am Boden die Bretter herzustellen. Ja, aber klar. Geht vielleicht auch effizienter. So, wir brauchen 10 Holzstämme. Oh Gott, oh Gott. Wir müssen auch irgendwann aus Schönheitsgründen diese abgebrannten abhauen, aber die geben uns leider keine Stämme. Falls haben wir 10 Slots frei, das müsste eigentlich reichen. Aber die dicken Bäume, die werden weniger, ne? Das ist schon krass, wie man jetzt hier Kahlschlag betreibt. Aber hier scheint einiges nachzuwachsen. So, unsere Luftbehauung, ob man auch von den fallenden Stämmen, also von den schon geteilten Stämmen, Schaden bekommen kann. Also, ich glaube, wenn es wie bei Medieval ist, wachsen halt aus diesen kleinen Bäumen. Oh Gott, Akku, geh weg. Wachsen dann die anderen Bäume nach. Und das funktioniert in der Regel auch ganz gut. Beziehungsweise war es nicht bei Medieval sogar so, dass die aus den Stümpfen nachwachsen? Oder ist das so eine Legende, die sich immer erzählt wird? So, wir bauen das Fundament. Und es geht mit 10 Brettern weiter. Das können wir jetzt ja gleich mal testen. Wir haben da noch Stämme im Inventar, oder? Einen nur. Wie funktioniert das jetzt hier? Ah, ne, Quatsch. Ich werde es nicht verschieben. Wenn ich jetzt mit dem einen Stamm zum Brett machen will. Ja, also klar, wenn man jetzt viele Stämme im Inventar hat. Warte mal, hat er aus einem Stamm 6 Bretter eben gemacht? Oh mein Gott, dann ist das ja mit Abstand besser, weil wenn wir das mit der Hand
Dechsel machen. Mit der Steindechsel kriegen wir nur 3 Bretter aus einem Stamm. Okay, alles klar. Ab jetzt hier arbeiten. Das ist ja krass. Das ist ja ein Riesenunterschied. Das ist ein Gamechanger, kann man so sagen. Okay, finde ich gut. Ja, ich hatte 2 Stämme, genau. 2 Stämme sind 12 Bretter geworden. Sonst kriege ich aus 2 Stämmen halt 6 Bretter. Das ist halt schon ein mega Unterschied. Was, wir brauchen Bambus? Okay. Wo gibt es denn Bambus? Bambus habe ich noch gar nicht gesehen. Okay, das könnte jetzt ein Problem werden. Ab jetzt wird skaliert, ja. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal einen Baum erstmal für weitere Bretter. So, wisst ihr, wo naturgemäß Bambus wächst? Am Wasser? Keine Ahnung. Aber erstmal stellen wir nochmal die Bretter her. Feuchtgebiete, sagt der Chat, am Wasser tendenziell. Naja, hauen wir hier nochmal die Bretter rein. Und gehen auf die Suche nach Bambus. Ihr wisst schon, wo hier Bambus wächst. Ich weiß ja überhaupt nicht, wo die Priesterin ist, deswegen nützen mir diese Informationen nichts. Es ist ja auch ein bisschen nett, jetzt hier nicht gespoilert zu werden, sondern ein bisschen auf die Suche zu gehen. Also erzählt mal nichts. Außer wenn ihr... Was ist das hier? Das ist hohes Gras. Auch nett. Außer solche Hinweise, wo Bambus in der Natur wächst. Das finde ich ganz okay. Ich soll es nicht schreiben. Meine Güte, okay, da ist eine Brücke, die ist aber kaputt. Okay, das Springen ist ein bisschen merkwürdig. Wir sind hier noch gar nicht gewesen, ne? Das ist vielleicht mal ein Grund, hier ein bisschen was zu erkunden. Was ist denn das für ein... Was sind das überhaupt für Bäume? Das sehe ich, wenn ich die Axt in die Hand nehme. Kann es sein, dass ich diese Bäume nicht fällen kann? Oh. Wer wohnt denn hier? Die Shinto-Priesterin, okay. Chiom, was ist deine Aufgabe hier? Ich bin die Schreindienerin hier. Ich diene Inari, der Göttin des Wohlstands und der reichen Ernte. Ich war auf dem Schiff, das hier in der Nähe gesunken ist. Ein paar von uns haben überlebt. Ich weiß, ich habe von dir und den anderen Überlebenden gehört. Ich hoffe, ihr werdet hier finden, nach was ihr sucht. Wir hatten auf ein neues Leben im Königreich der Bauern gehofft. Das ist... Hm? Aber es scheint, als wären die Dinge schwieriger als erwartet. Das ist wahr, wir machen schwere Zeiten durch. Umso mehr Grund, zu Inari zu beten. Ja, okay. Wir fragen sie gleich mal. Sie war eine der Personen, die wir fragen sollen wegen Hilfe. Ich habe gehört, du könntest Hilfe brauchen. Der Schrein ist leer, niemand besucht ihn mehr. Die Hungersnot hat alle Glauben gemacht, die Göttin Inari hätte sie verlassen. Inari schickt uns Füchse, um unsere Ernte zu beschützen. Doch was können Füchse tun, wenn Menschen die Felder niederbrennen? Ich könnte der Göttin ein Opfer darbringen, vielleicht folgen andere meinem Beispiel. Finde ein Ei und koche es an einem Lagerfeuer. Die Zeiten sind hart, also wird das fürs Erste genügen. Wo kann ich eins finden? Ich glaube, ich habe Krähennester auf den Felsen gesehen, die man vom Weg aus der Stadt heraus sehen kann. Welche Stadt? Okay, wow. Gut, vielleicht gibt es einen Questmarker. Ansonsten ist das jetzt eigentlich... Sag mal, ist das aber der Weg, der von unserem Dorf hier lang führt, ne? Ha, was haben wir hier? Bambus! Jawohl. Okay. Ah,
Ja. Ob es auch großen? Es gibt bestimmt dann auch, wenn es einen kleinen Bambusbaum gibt, bestimmt auch große. Große. Aber das scheint erstmal zu reichen. Okay, hier kommen wir. Doch, kommen wir ran. Ich werde mal gleich hier alles an Bambus abholzen, was hier steht. Und dann erstmal zurücklaufen. Na gut, hier steht auch noch was. So, hier ist das ganz schön steil. Ne? Wir müssen hier wohl immer den Weg benutzen. Diese Zäune, die können wir übrigens auch noch abreißen. Das gibt auch noch Bretter, wenn wir Lust haben. Ach, und das ist der Krieger, mit dem wir noch sprechen. Okay, oder? Ja, wahrscheinlich. Gut, das ist ja dann alles hier sehr nah, sehr schön. So. Das Bambusdach wird gebaut. Okay. Warum muss man bitte schon Holz hier einlagern? Das ist doch irgendwie, das ist ein bisschen unlogisch. 6 Holzstämme müssen wir hier schon reinlegen. Gibt es hier auch Gänse, ja? Mal sehen. Tiere wird es sicher auch geben, ne? So, die kleinen Bäume geben immer nur 3. Okay. Das sollte dann erstmal genügen. Ja, und dann brauchen wir noch ein allgemeines Lager für die Äxte, ne? So. Drapieren wir hier, damit es schön aussieht, 6 Holzstämme. Jetzt müsste das Lager fertig sein. Okay, wir gucken gleich mal hier in die Übersicht, ob das jetzt funktioniert. Okay, es kann sein, dass es immer noch nicht funktioniert wegen der Werkzeuge. Ja, vermute ich mal. Das heißt, wir brauchen noch ein allgemeines Lager, liebe Leute. Es hilft nichts. Das allgemeine Lager baue ich hier hin. Ich wollte ja eigentlich... Aber wir haben ja schon einen Talk zumindest gemacht. Und das Krähenei muss noch ein bisschen warten. Allgemeines Lager. Jo. So, und es geht weiter. Der Grind geht weiter. 9 Baumstämme. Bei der Platzierung sollte die Kamera nach oben rauszoomen. Ja gut, immerhin kann man selber relativ simpel so ein bisschen die Kameraperspektive ändern. Das geht hier sogar simpler als bei Medieval. Muss ich nur dran denken bei der Platzierung. Ja, da ist das besser. Cosmo, ich bin ein richtiger Stammesfürst. Ja, genau. Oh, einmal zu viel gehauen. Noch keinen Schaden angerichtet. Ja, man holzt hier schon extrem viel ab am Anfang. Schon Wahnsinn. Aber das Meer und der Strand... Das sieht richtig gut aus, wie ich finde. Ganz, ganz schön. Tatsächlich fühle ich mich aber ein bisschen gestresst, weil ich jetzt gerne vor der Jahreszeit wechselt hier halt einiges erledigen möchte. Deswegen habe ich jetzt gar nicht so sehr die Muße. Die Umgebung zu genießen und vor allem... werde ich auch nachts durcharbeiten. Farmen
Wieso sollten Farmen noch nicht drin sein? Hat es jemand gesagt? Ich glaube, warte mal, wir können mal kurz bei den Gebäuden gucken. Ja, ich finde tatsächlich gar nicht so schlimm, dass die Werkzeuge so schnell kaputt gehen. Warte mal, einfache Gebäude, Dorfgebäude, Produktionsstätten, Jagdhütte, Fischhütte, Schmiede, Schneider, Papiermacher, Bergbauposten, Dienstleistungsgebäude, Lagergebäude, Wohngebäude, Dorfbauwerke, Zäune, Brunnen, Landwirtschaft. Wieso? Farmen ist doch dabei. Landwirtschaft ist da. Trockengestell, Fisch, Heuhaufen. Naja, gut. Kompostierstation. Irgendwas muss schon da sein. Ich glaube, das läuft vielleicht ein bisschen anders. Aber ich denke schon, dass Farmen möglich ist. Ah, okay. Chamber sagt, Landwirtschaft wird das erste größere sein, was reinkommt. Also Nutzpflanzen. Gut, dann ist es offenbar noch nicht richtig fertig. Farming steht erst etwas hinten in der Roadmap. Es gibt eine Roadmap. Ich hatte ausdrücklich den Publisher gefragt. Die haben gesagt, es gibt keine direkte Roadmap. Das hätte mich nämlich auch mal interessiert. So, wir haben noch ordentlich Bretter dabei. Es gibt eine richtig schöne sogar. Ey, das ist ja krass. Dann waren die wohl nicht richtig gut informiert. Schade drum. Das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. So Leute, dann müsst ihr selber googeln. Das hätte ich natürlich gerne besprochen, die Informationen weitergegeben. So, wir brauchen Bretter. Haben wir noch Stämme? Ja, wir haben noch Stämme. Dann können wir das gleich verarbeiten. Die Bretter, die wir haben. Die Stämme, die wir haben. Und weiter geht's. Man muss sich halt bloß ordentlich immer gleich 5 Werkzeuge fertig machen. Dann kommt man eigentlich ganz gut klar. Bei Steam unter Diskussion gleich der erste Post. Okay. Dann wisst ihr, wo ihr zu gucken habt. Gut. Dach. Was braucht das? Natürlich auch wieder Holzstämme. Und Bretter. Und zwar nicht ohne. Oh Leute, wir müssen auch wieder was essen, sehe ich gerade. Das wollte ich aber nicht essen. Okay. Also die nächsten Bäume müssen fallen. 2 Bäume müssen es sagen. Ja, ich bin mal gespannt, was die Story noch zu bieten hat, Max. Ob es zu Konflikten kommt. Ja, mit der Obrigkeit. Weiß ich, das ist interessant, ja. Ob die Obrigkeit irgendwann zurückkehrt. Sie haben sie ja vertrieben, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich könnte mir vorstellen, dass es eher Konflikte der Selbstorganisation sind. So, einen brauchen wir noch. So ein Konflikt wäre längst in 2 Minuten zu Ende. Nein, wir bauen hier ein Königreich der Bauern auf, das sich verteidigen kann. Aber man muss schon mal sagen, ich finde die ganze Story und die, ja, überhaupt alles, was ich bisher gesehen habe, ist viel stärker eingebettet in den historischen Kontext als bei Medieval Dynasty. Da war das ja wirklich nur so ganz grob, allgemein irgendwie relevant. Hier ist es schon sehr konkret. So, jetzt brauchen wir noch Bretter.
Und zwar, wir machen mal 3, das heißt am Ende 12 Bretter. Die brauchen wir ja eher mehr zu. So. Ah. Noch eine Kiste bauen. Okay. Was wir jetzt brauchen, wir müssen jetzt selber Äxte, glaube ich, mal herstellen. Und dazu müssten wir mal ein bisschen Steine hauen, weil ich will gleich 10 Äxte oder so produzieren. Und die packen wir dann ins allgemeine Lager, wenn ich das richtig verstanden habe. Also 30 Steine oder sowas. Wie viel kriegt man immer von einem Ding? 5, glaube ich, bin ich ganz sicher. Haben wir schon eine Steinkatana. Bezweifle, dass man hier Katanas herstellen kann, aber wer weiß. Wir werden uns mit Forken, Speeren, vermutlich Pfeil und Bogen irgendwie helfen. So, jetzt Steinäxte. Und zwar 10. Es gibt einen Katana-Ständer. Ah, okay, alles klar. Na dann geht das. Mr. Selfim hat die Roadmap sich angeschaut. Sehr schön. Bugfixes, Landwirtschaft plus neue Dörfer und Quests, Charakterentwicklung, Spiritualität, weibliche Hauptfigur, neue Startklassen, erweiterte Wirtschaft, Familien und Romanzen, mehr Regionen, mehr von allem. Krass. Das klingt ja ziemlich fett. Dann sieht es so aus, als ob, sag ich mal, diese Kiste hier tatsächlich jetzt erstmal darauf beschränkt ist. Und dass das erst später dazukommt. Interessant. So. Jetzt packen wir hier die Äxte rein. Ein paar behalten wir auch für uns selbst. Das sollte vielleicht erstmal reichen. Und jetzt wird es natürlich auch Nacht. Und jetzt gucken wir uns mal an, was jetzt hier passiert. Benötigt Axt. Ja, die hat er jetzt. Ah, warte mal, wir müssen die Axt auch noch zuteilen. Okay, das ist ja ein bisschen skurril. Und jetzt... Okay, maximal 8 kann sie produzieren. Kann das sein, weil wir in der aktuellen Season sind? Wie kommen jetzt diese Werte zusammen? Hier steht 100%, Next Season 100% Akku. Hier steht 50%, sind maximal 8. Kommen die 50% von der Steinaxt möglicherweise? Das heißt, das finde ich natürlich richtig gut. Bei Medieval Dynasty war es so, dass die besseren Werkzeuge nicht eine höhere Produktivität gegeben haben. Das scheint hier anders zu sein. Das ist gut. Das finde ich gut. Das heißt, hier könnte man jetzt noch was anderes einstellen für sie. Aber wahrscheinlich nehme ich halt, wenn ich es jetzt mal Bambus nehme... Sie kann das zusätzlich machen. Sie kann 8 davon und 6 davon. Okay, also dann ist es ja... Also man kann alle Slots belegen. Ja gut, dann machen wir das mal. Man braucht halt bloß immer eine Axt dafür. Okay, verstehe. Dann wäre es ja absolut doof, es nicht zu belegen. Alles klar. Und dann braucht man die. Und die Axt wird wahrscheinlich verbraucht in der Jahreszeit. Und das heißt, man muss für die nächste Jahreszeit dann die nächsten Äxte herstellen. So stelle ich mir das jetzt vor. Sechs Bambus ist ja auch erbärmlich wenig eigentlich, ne? Na gut. Aber es ist immerhin ein Anfang. So, jetzt ist die Frage. Wenn wir jetzt selbst. Was ist. Wenn wir jetzt. Herzarbeit der Zimmermann. Okay.
Okay, hier können wir Bretter herstellen. Aber Bretter können wir selber schnell sowieso machen. Das ist Quatsch. Papierbaum gibt es auch. Können wir hier noch einen zweiten Arbeitsplatz zuweisen? Was bedeutet das hier, Status? Stufe Arbeiter. Sieht so aus, als ob man nur einen Arbeiter hier reinpacken kann. Das ist natürlich ein bisschen schade. Weil wir selbst können uns auch als Arbeiter zuweisen. Klingt ein bisschen merkwürdig, ist aber so. Na gut. Okay. Jetzt haben wir Nacht. Ich würde gerne ein paar Fackeln herstellen. Dazu brauchen wir Stroh. Lass uns mal kurz ein bisschen Stroh herstellen. Dazu brauchen wir wiederum Gras. Damit wir hier im Dunkeln was sehen. Wahrscheinlich ist es jetzt nicht so eine tolle Idee, nachts diese Eier zu suchen. Okay, ich glaube, Gras braucht man eh nur fürs Stroh. Insofern können wir das komplett produzieren. Ich weiß nicht, ob es Wildtiere gibt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es welche gibt. Aber hier, denke ich, im Startgebiet wird es noch keine geben. Ich könnte mich ums Essen kümmern. Ja, das könnten wir auch machen. Das ist richtig. Ich könnte aber auch noch das letzte fehlende Gebäude... Nee, also die Sammlerhütte könnte ich noch bauen. Weil dann könnten wir selbst... Genau, dann könnten wir zum Beispiel selber Essen sammeln. Das geht aber nur mit der Sammlerhütte. Das wäre zum Beispiel eine vernünftige Sache. Wir packen erstmal eine Fackel. Warte mal, stacken die Fackel? Oder habe ich jetzt nur eine Fackel hergestellt? Ich habe doch ganz... Ach nee, ich habe noch gar keine Fackel hergestellt. Ich habe erstmal nur Stroh hergestellt. Na, dann wollen wir es mal nicht übertreiben. Machen wir 4 Fackeln noch. Nee, er braucht keinen Schlaf. Also wenn man nicht schlafen will, muss man in diesem Spiel nicht schlafen. Das war schon bei Medieval Dynasty so. Gut. Okay. So, Fackel. Jetzt könnt ihr was sehen. Ja, Leute, ich würde tatsächlich sagen, dass wir noch ein bisschen weiter bauen. Wir machen jetzt so einen Kreis. Und... setzen jetzt noch, leider kann ich beim Bauen die Fackel nicht anhaben, setzen jetzt noch die Sammlerhütte. Produktionsstätten, Sammlerhütte. Das ist auch die einzige, die wir jetzt noch bauen können. Genau, geschlafen wird, wenn das Dorf steht. So sieht's aus. Erstmal bis zur ersten Jahreszeit kommen. Okay. Jo, ihr kennt das Spiel. Bäume fällen. Wo steht denn die Jahreszeit? Die Jahreszeit steht hier nur auf der Karte. Wir sind im Frühling, Tag 4 von 5, Abend. Das heißt, der letzte Tag wird jetzt gleich anbrechen. Danach geht die Jahreszeit zwangsweise zu Ende. Ab Tag 2 können wir sie manuell beenden, indem wir die Glocke läuten. Nach Tag 5 wird sie zwangsweise beendet. Ja, 3 könnten wir noch mitnehmen. Kleinen Baum fällen wir noch. Wenn wir hier schon sind. Ist allerdings kein kleiner Baum. Egal. So, 1 muss liegen bleiben. Außer wir werfen irgendwas weg. Können wir das hier noch stacken? Ja, perfekt. Wunderbar.
So, wir wollen hier die Stämme verarbeiten. Dann Bretter. Bodenbretter. Und da müssen wir rumlaufen. Jetzt brauchen wir noch eine Menge weiterer Bretter. Aber da wissen wir ja, wo wir die kriegen. So. Ja, machen wir gleich mal 18. Sollte eigentlich genügen. Japan hat eigentlich 5 Jahreszeiten. Winter, Frühling, Frühsommer, Regenzeit, Hochsommer, Hitze, Monate und Herbst. Ah ja. Ja, neues Level erreicht, aber damit können wir jetzt leider nichts mehr anfangen, weil es keine... Ja, jetzt werden wir informiert. Aktuelle Jahreszeit ist zu Ende. Wir können leider damit nichts anfangen mehr. Handwerker, weil es keine, im Moment keine Perks gibt. Mhm. Und noch das Dach. Und da haben wir sogar alles. Nee, haben wir nicht alles. Ich denke immer, weil die grünen Zahlen da sind, aber das ist Quatsch. Uns fehlt ein Brett und ein paar Steine. Und ein Holzhammer. Und für den Holzhammer brauchen wir... brauchen wir für den Holzhammer Steine? Da brauchen wir... Wir haben keine Stöcker mehr. Ach du Schreck. Ah, wartet mal. Ich glaube, wir kriegen Stöcker, wenn wir diese alten Zäune kaputt machen, die hier noch irgendwo rumstehen. Da müssen wir eigentlich eine Menge Stöcker rauskriegen. Ja, und Holzkohle. Das muss ja eh alles auch noch irgendwann weg. Die nicht vorhandenen Türen leuchten nur grün, wenn man den Holzhammer ausgerüstet hat. Insofern ist das eigentlich nicht so schlimm, um ehrlich zu sein. Jetzt leuchten sie ja nicht. Das kurz noch weg. Okay. Halt. Wir wollten ja Hämmer herstellen. Und dazu brauchen wir aber auch Holzstämme. Oh nein. Okay, Hämmer sind unangenehm, ehrlich gesagt. Das heißt... Wir müssen jetzt schon wieder mindestens 2 Bäume fällen. Der Grind ist echt. Ja. Platz haben wir dafür. Jo, kommen hier viele Leute gerade rein, die fragen, ja, das ist so ähnlich wie Medieval Dynasty im Japan-Setting mit, aber doch nicht von den gleichen Entwicklern, insofern auch mit einigen Unterschieden im Detail. Viele davon gefallen mir sogar ziemlich gut, muss ich sagen. Macht auf den ersten Blick einen sehr, sehr guten Eindruck. Im Moment würde ich sogar behaupten, die ersten 3 Stunden sind besser als die ersten 3 Stunden Medieval Dynasty. Vom Ersteindruck her. Aber wir sind ja auch noch in der Early Access Phase des Spiels. Da soll auch noch sehr viel kommen, wie wir gerade gelernt haben. So, jetzt stelle ich mal 4 Holzhämmer noch her.
Am Ende ist die Insel abgeholzt. Ich gehe mal davon aus, das funktioniert hier auch so, dass immer am Beginn der Jahreszeit das Ganze ein bisschen nachgewachsen ist. Das will ich nicht auf 1 haben. Das will ich auf 1 haben. Okay. So. Fertig, oder? Das ist jetzt die Sammlerhütte. Gut. Dann werden wir uns jetzt zur Sammlerhütte zuordnen. Sammler in Sammlerhütte. Genau. Zuweisen Dorfbewohner. Wir selbst. Warum sind wir selbst schlecht gelaunt? Merkwürdig. So, was können wir denn sammeln? Schaut mal. Wir könnten auch auf diese Art und Weise an Ei kommen. Gras, Weinbeere, Preiselbeere, Gerbe, Chrysantheme, Gobo. Ei. Beni Tengu Dake Pilz. Was ist das? Ein Pilz mit Dreifachname. Enoki Pilz. Kentake Pilz. Sagt mir alles überhaupt nicht. Maitake Pilz. Matsutake Pilz. Shiitake Pilz. Petersilie, Knoblauch, Wasabi. Ich kenne nur Petersilie und Knoblauch und ein Ei. ich würde mal sagen, wir sammeln mal, lassen Gobo sammeln, weil das irgendwie erstmal ganz gut was bringt. Aber ich habe keine Ahnung. Wir haben ja noch nicht so richtig Rezepte. Eibraten kommt. Sammel auch mal Eier. Das ist mir auch noch nicht ganz klar. Das heißt, man kann wirklich einfach nur die Slots voll machen. Ja, für so ein Spiel, freundliche Tretmine, finde ich es ehrlich gesagt nicht grafisch schwach. Es ist schon eine andere Hausnummer. Ein Ghost of Tsushima, das ist ein absoluter AAA-Titel gewesen. Das ist ein Indie-Titel. Dafür ist er schon sehr, sehr in Ordnung. Sieht wirklich anständig aus. Okay, jetzt haben wir zumindest, jetzt kann der Jahreswechsel kommen. Wir haben jetzt erstmal alles eingestellt. Das war mein Ziel. So, das nächste ist jetzt, wir helfen den Leuten. Dazu machen wir erstmal Licht. Und wir werden nochmal mit dem dritten Typen gleich mal sprechen. Der stand hier. Wir müssen ein Ei finden. Und was will der? Spannende Frage. Ist das der? Ich weiß nicht. Wir sprechen mal mit ihm. Kojiro. Guten Tag. Ist das ein Galgen hinter dir? Die Frage haben wir schon mal gestellt. Ja, ja, natürlich. Bist du gekommen, um den Toten zu ehren? Ich bin nicht sicher. Wo wurde hier gehängt? Oh, du bist wohl ein Besucher von weit her. Willkommen. Dies hier ist der Ort, an dem der berühmte Enjiro auf Befehl des verfluchten Shibayama seinen letzten Atemzug getan hat. Das war der Anführer dieses Aufstandes. Wofür war Enjiro berühmt? Er war der mutigste Mann in ganz Japan. Er war es, der den Anstoß zu einem Iki gab, einem Bündnis, das gegen Shibayama aufbegehrte und diese Provinz von seinem Joch befreite. Wer ist Shibayama? Er war ein Shugudai. Er verwaltete diese Ländereien für den Fürsten. Doch dann brach der Krieg zwischen den Clans aus. Er nutzte die Unruhen aus und riss selbst die Macht an sich. Was war so schlecht an Shibayama? Nun, am Anfang unterstützten wir ihn auch noch, hofften, er würde sich als besser herausstellen als unser armseliges Beispiel eines Fürsten. Aber das war er nicht. Er besteuerte uns zu Tode. Die Leute litten Hunger und wurden krank. Wir wussten, dass etwas getan werden musste oder wir würden alle sterben. Wie lief der Aufstand ab? Der mutige Enjiro forderte uns dazu auf, uns in einem Iki zu vereinen und wir marschierten zu Shugodonos Anwesen, um eine Erlassung unserer Schulden einzufordern. Aber der elende Shibayama Dono wurde nur rot im Gesicht und Rauch kam ihm aus den Ohren. Er schickte Samurai, um uns zu zerstreuen. Wir kämpften tapfer, aber am Ende wurden wir überwältigt. Und war der Iki erfolgreich? Zunächst nicht. Der tugendhafte Enjiro wurde gehängt und Sosogi bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Das ist der Ort, in dem wir jetzt hier siedeln. Der durchtriebene Shibayama hoffte, damit würde alles enden, aber es machte uns nur wütender. Nur kurze Zeit später schickte der doppelzüngige Shibayama seine Truppen aus, um einen Clankrieg zu führen. Wir nutzten diese Gelegenheit und kurz darauf tanzten wir auf seiner blutigen Leiche. Ist Shibayama gestorben? Er beging Seppuku.
in seinem eigenen Haus, während es bereits in Flammen stand. Wenn du tiefer ins Tal reist, kannst du die Reste seines Hauses bewundern. Oh, das finde ich sehr schön, dass diese Geschichte schön eingebettet ist mit so Orten, die man entdecken kann. Und wenn du wahre Freiheit spüren willst, komm zu unserem Lager an den Meeresklippen. Sind das nicht eigentlich die Banditen? Wie heißt es? Enjirumura. Natürlich. Lass uns später weiterreden, ich muss gehen. Okay. So, das ist also aber nicht der, mit dem wir noch sprechen müssen. Das ist Kengio. Wir gucken mal, ob wir den auf der Karte... der ist ein bisschen weiter da. Gut, das heißt, da müssen wir ins Landesinnere reisen. So, jetzt ist aber die Frage, vielleicht widmen wir uns jetzt erstmal dem Thema Krähenei. Was sagte sie? Auf Felsen in Richtung Stadt. Ah, schaut mal hier. Da ist noch ein Nest. Sehe ich doch hier schon. Krähennest, perfekt. Wir sammeln gleich mal alles, was wir kriegen können. Ach, das Nest können wir auch einsammeln. Nee, ich glaube, das lassen wir mal. Da kommen bestimmt nochmal neue Krähen. Gibt es hier noch mehr Nester? Nee. Aber hier oben gibt es noch Bambus. So. Enjirumura, Enjirodorf. Okay, alles klar. Nicht alle nehmen? Doch, natürlich nehmen wir alle. Meinst du, wir rotten jetzt die Krähenpopulation aus? Glaube ich nicht. So, gut. Dann lasst uns... Warte mal, wir wechseln jetzt doch mal wieder die Quest. Entschuldigt, wir gehen auf der stille Tribut. Krähenei. Ah, das ist nicht unser Haus. Wir wollen das mal bei uns machen, ne? Kochen. Ich würde sagen, wir kochen gleich mal alles. Verwende das gekochte Ei, um Inari ein Opfer darzubringen. Haben wir eigentlich noch von dem anderen, von der Gobo-Wurzel was? Nee. Wir müssen nämlich auch echt mal was essen. Was bringt denn das Ei? 10. Mehr als die Gobo-Wurzel. Pass auf, wir essen mal ein bisschen was von den Eiern. Ja, wer weiß. Vielleicht brauchen wir 2. Wir bewahren uns mal noch eins auf. So, dann opfern wir. Ja, ich habe gar nicht aufgepasst. Ich habe natürlich jetzt hier den Weg ein bisschen zugebaut. Warum ersetzt er nicht die Holzfackel ebenso? Das finde ich doof. Klang, als hätte er es mit Schale gegessen. Gut möglich. Im Moment können wir noch nicht viele Rezepte, weil wir keine richtige Küche haben. So, okay. Wie opfern wir jetzt? Hier ist der Schrein. Verwende das gekochte Ei. Aber vielleicht muss man einfach auch nur mit ihr sprechen. Wie ich sehe, hast du ein Ei bei dir. Du kannst es nun am Schrein opfern. Wo finde ich ihn? Folge der Straße aus dem Dorf hinaus. Sobald du die zerstörte Brücke erreichst, gehe nach links. Du wirst die Tori in der Ferne sehen. Sie führen dich zum Schrein. Die Tori klingt wie Tore. Also, sobald wir die zerstörte Brücke erreichen haben, nach links gehen. Na gut. Leute, bitte nicht spoilern. Das wäre echt schön, dass das nicht der Schrein ist. Habe ich ja nun selber gemerkt. Das müsst ihr mir nicht noch schreiben. Ob es ja auch die doofen Steuern gibt. So, hier ist die Brücke. Dann meint das links jetzt hier wahrscheinlich. Ah, hier darf ich wahrscheinlich... Ach, wir werden zurückgesetzt. So wie bei Medieval Dynasty. Alles klar, wir werden mitten in der Nacht zurückgesetzt. Wir haben jetzt Sommer. Okay. Ja, ist ja kein Problem. Wir haben ja für alles gesorgt gehabt. Jetzt ist aber mal spannend.
Okay, wir sind wieder in unserem Haus. Jetzt ist jetzt mal spannend. Ah, es regnet. Ein schöner Sommerregen. Ob jetzt schon produziert wurde oder ob das jetzt irgendwie erst erfolgt am Ende der Saison. Hier sieht es jetzt nicht danach aus. Doch. Es ist schon ein bisschen was produziert worden. Aber nach welchem System? 8. Ah, es ist alles produziert worden. Die gesamte Produktion ist da. Okay, man stellt das ein und dann ist die gesamte Produktion der Saison am Beginn der Saison da. Ich verstehe. Und das heißt, es müsste im Nahrungslager vermutlich auch das sein, was wir gesammelt haben. Ja, tatsächlich. Oh. Sehr gut. Pass mal auf. Bevor wir jetzt weitergehen, werden wir erstmal ein bisschen kochen. So viel Zeit muss sein. Das Werkzeug ist mit Sicherheit nicht heile. Also es würde mich sehr stark wundern. Ich würde mal davon ausgehen, dass das ganze Werkzeug, also das, was wir verwendet haben, dass das verbraucht ist. Ja. Es sind nur noch die beiden, die... Also das Werkzeug verbraucht sich. Ich finde das System aber tatsächlich besser zu kalkulieren. Es ist bei Meat Evil Dynasty schon sehr, sehr anstrengend. Da muss man mit dem Taschenrechner arbeiten, um das alles gut zu optimieren. Mir gefällt das eigentlich, ehrlich gesagt, ziemlich gut. Wir kochen ein bisschen. Ja, das ist natürlich dämlich hier. Wartet. Wir können noch ein bisschen näher rangehen. Habe ich die Gobo-Wurzel nicht mitgenommen? Wir brauchen für ein Ei brauchen wir Steine. Ich hätte schwören können, ich hätte die mitgenommen. Ach, die Wurzeln sind schon gekocht? Oder habe ich die gekochten eingepackt und die anderen da gelassen? Na, das müssen wir uns mal angucken. Okay, also die Handbewegungen sind ähnlich merkwürdig wie bei Medieval Dynasty. Ja, was habe ich denn hier eingepackt? Aber sag mal, wir hatten doch auch Gobo-Wurzeln als... Ach, kann das sein, dass es vielleicht nicht im Nahrungslager liegt? 4 haben wir jetzt noch gar nicht gemacht. Wahrscheinlich, weil wir keine Steine mehr hatten. Gobo-Wurzeln 25. Das waren die, die wir immer noch hatten, ne? Ich guck mal ins allgemeine Lager. Ich weiß jetzt im Moment noch nicht, was hier was ist. Was ist das hier eigentlich? Ist das das allgemeine Lager? Ne, das war die Sammlerhütte. Quatsch. Ne, hier ist ja nichts drin. Da waren wir ja schon. Da ist auch nichts drin. Warte mal, wir haben doch aber... Stopp mal, wir haben doch beim Arbeitsplatz sammeln... Haben wir doch Gobos eingestellt. Es müssten 20 Gobos irgendwo gesammelt worden sein. Die Eier waren ja irgendwie alle da, oder? Wo sind die hin? Habt ihr die gesehen? Die Gobos waren auch da. Ich habe sie rausgenommen. Ja, aber wo sind sie jetzt hin? Das sind die gekochten. Und wir müssten ja... Ja, das... Nee, das sind die gekochten, oder? Das sind die, die wir schon rein... Wir haben ja... Schau mal. Ach, man kann hier noch scrollen. Wir haben ja hier schon was reingelegt, was gar nicht verbraucht wurde. Das ist, glaube ich, der Rest davon. Und es müssen ja... Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir gekochte Gobos sammeln. Das wäre irgendwie... Weil es gibt ja auch einen Küchenjob. Es kann nicht sein, dass wir gekochte. Wir müssen also unzubereitete Dinger da haben. Und die haben wir nicht. Das ist der Punkt jetzt.
Ist jetzt auch nicht so dramatisch. Ist nur merkwürdig. Okay, ich koche noch die letzten Eier und dann geht's los. Ach so, dafür brauchen wir Steine. So, haben wir noch hier Steinklöpse rumliegen? Genau, es gibt keine anteilige Berechnung. Die Sammlerhütte hat auch nur einen Slot. Kann auch sein, dass es ein Bug ist. Ja. Wir gucken nochmal sicherheitshalber. Arbeitsplätze. Sammlerhütte hat nur einen Arbeitsslot. Nein. Ist nicht so schlimm. Hauptsache, wir werden satt. Achso, ja, ich wollte die restlichen Eier noch kochen. Und wir essen auch gleich was. So, das reicht. Und jetzt suchen wir noch mal weiter nach dem Tempel. Das Bambus in der Holzfällerhütte habe ich bekommen. Das haben wir uns ja schon angeguckt. Das ist da. Da hat alles geklappt. Und sag mal, liegen jetzt hier neue Eier? So neue Saison, neue Eier? Nee, tatsächlich nicht. Okay. Lord BLN, ja, ich sammle die Sachen, wobei ich hier anders rumlaufe. Das ist ein bisschen anders als bei Medieval Dynasty. Finde ich jetzt nicht so schlimm, dass man sich selbst auch zu einem Arbeitsplatz zuordnen kann. Kann man darüber streiten, ob das Quatsch ist. Effizienz der Arbeiter, das glaube ich nicht. Das waren. Ich habe keinen Küchenjob zugewiesen. Wir haben noch nur zwei Personen. Eine macht Holz. Also sie hat links gesagt, ne? Ich sehe hier zwar keine Tori, aber egal. Wir laufen mal hier lang. Oder meinte sie. Oh, hier ist ein Lager. Sollte vielleicht auch ein bisschen aufpassen. Ei, Stroh, ein Eisenmesser, sehr gut, klauen wir, und ein gebratener Fisch. Jetzt hier ist doch noch was, oder? Kann man das noch mitnehmen? Eine Angel, eine Eimer? Nee, nur Truhen. Ja, sie hat definitiv links gesagt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht an einem Weg liegt. Wo sind wir eigentlich kartenmäßig? Ah, wir kommen dann auch gleich. Ach so, es ist sogar markiert, die Quest. Alles klar. Dann sind wir richtig. Stimmt. Gibt einen Questmarker. Da vorne dann wahrscheinlich nochmal links. Oder ist das hier schon? Ne, da oben geht ein Weg hin, glaube ich. Ich glaube, hier ist irgendwo ein Weg. Oder auch nicht. Hier. Hier wäre ein Weg gewesen, den wir aber nicht gefunden haben. Was ist das Merkwürdiges? Okay, wir haben den Inari-Schrein entdeckt. Sehr schön. Kami-Schreine und Segen. Spiritualität ist ein wichtiger Bestandteil des Lebens im Nata-Tal. Lasse Tori dir den Weg zu den Shinto-Schreinen verschiedener Kami weisen.
Sie können dir vorübergehend besondere Kräfte verleihen, die als Segen bezeichnet werden. Um einen Segen zu erhalten, musst du ein Opfer darbringen, das zu dem entsprechenden Kami passt. Lege dafür deine Opfergabe auf dem Altar des Schreins ab. Im Gegenzug erhältst du einen Erfahrungspunkt auf dem Weg des Mönchs und für 5 Minuten kannst du einen besonderen Segen genießen, wie etwas schnelleres Sprinten. Je mehr Schreine desselben Kami du entdeckst, umso stärker wird die Wirkung des Segens. Das ist auch schön. Also finde ich schön, dass es so ein Entdeckungsaspekt hier hat. Prima. Oh. Der Fuchs. Sehr hübsch. Schön gemacht. Okay. Wir haben jetzt offenbar einen Segen erhalten. Weil wir ein Ei reingelegt haben. Mönch. Okay, Sprintgeschwindigkeit ist erhöht. Interessant. Wow, das geht ja richtig hart. Sehr schön. Okay, wir sprinten zurück. Können wir wie abkürzen? Ausdauer wird natürlich trotzdem verbraucht. Warum gibt es so eine dramatische Musik? Warte mal, da habe ich was gesehen. Es war nur ein Nest. Jetzt habe ich mich verlaufen. Oh Gott, jetzt bin ich im Bach. Hier ist der Weg. Gut. Dann sprechen wir mit der Priesterin. So, ich habe die Opfergabe dargebracht. Inari ist zufrieden, du hast deinen Segen erhalten. Es mag nur eine Kleinigkeit sein, nur ein gekochtes Ei. Doch du hast etwas getan, das die meisten hier vergessen haben. Es sind nicht sie, es ist ein Fremder, der von ihr gesegnet wurde und ich halte mich an ihr Urteil. Okay, damit haben wir der zweiten Person geholfen. Jetzt müssen wir mit Kengio sprechen und einen Weg finden, ihm zu helfen. Okay, wir sehen die Schreine hier auch auf der Karte. So, bei Kengio müssen wir da irgendwie hin. Wahrscheinlich irgendwie über die kaputte Brücke. Ich fände es ja gut vom Spiel, wenn keine Eier respawnen, wenn man alle Eier rausnimmt. Warte mal. Ja, gut. Da kommt man auch rüber. Oh, verdammt! Es gibt Fallschaden. Krass. Okay. Wir sind ein bisschen angeschlagen. Was ist das? Wasabi. Ah, schaut mal, so sieht Wasabi aus. Okay. Sammeln wir gleich mal auf. Wobei ich noch nicht weiß, was man damit machen kann. Steht das hier? Kleines, gesundes Gewürz, das keinen großen Nährwert hat, aber gut schmeckt. Na toll. So, ich würde mal erstmal gerne auf den Weg zurückkommen. Der muss ja hier irgendwo sein. Wir nutzen mal die Power des Schreins, um schnell zu unserem Ziel zu kommen. Auch wenn das natürlich schade ist, weil die Gegend hier wirklich sehr schön ist.
Da oben ist ja direkt eine Stadt. Oder, boah, oder eine Burg oder sowas. Cool. Das Problem ist natürlich ein bisschen, gerade wenn die Karte so ausgefeilt ist, ist es natürlich erstmal schön. Aber es bedeutet natürlich auch, dass der Wiederspielwert schon ein bisschen sinkt. Wobei bei Medieval Dynasty gab es ja auch nur diese eine Karte. Und da war, ich sag mal, weniger so cooles Zeug los wie hier. So, Kengio, was willst du von mir? Was jetzt? Ach so, der Segen ist zu Ende, alles klar. Toshishi hat mir gesagt, du könntest Hilfe gebrauchen. Ich brauche von niemandem Hilfe. Und gerade habe ich sowieso genug mit dem verdammten Kind zu tun. Hä? Was für ein Kind? Hier ist doch niemand. Ein verdammtes Weichei, das ist er. Kikumatsu. Hab ihm gesagt, er soll in den Wald gehen und das Jagen üben. Lässt sich jetzt schon ewig Zeit. Wo ist er? Wahrscheinlich versteckt er sich in den Hügeln hinter der Jagdhütte und jammert. Wie lange ist er schon weg? Lang genug. Und wie ich sehe, ist er nicht der Einzige, der meine Zeit verschwendet. Mach's gut. Okay, wir sollen Kikimatsu fragen, was seine Aufgabe ist. Dazu müssen wir ihn erstmal finden. Folgen wir mal dem Weg. Ich guck mal ganz kurz, wo wir uns hier befinden. Da, okay. Was ein bisschen schade ist, dass man hier nicht ranzoomen kann. Das fehlt eigentlich noch. Kikimatsu scheint sich irgendwie zu bewegen. Da haben wir ihn. Das ist ein Kind, ein Lehrling. Kikimatsu, hallo! Kengio hat mir verraten, dass er dir eine Aufgabe gegeben hat. Ja, er hat mir aufgetragen, etwas zu jagen und ihm 3 Stück gebratenes Fleisch zu bringen. Das härtet mich ab, hat er gesagt. Es ist wirklich schwer. Ich weiß, ich sollte mutig sein, aber als mein Vater noch gelebt hat, hat er mir gesagt, es ist falsch, Tiere zu töten. Es ist dumm, ich weiß. Hör zu, Kleiner, vielleicht kann ich das Ganze für dich übernehmen. Du würdest? Danke, glaube ich. Scheinbar schafft Kengio das alles mit bloßen Händen. Er hat mir jedenfalls weder Speer noch Messer gegeben. Wo finde ich hier etwas zum Jagen? Es gibt hier viele Hasen, aber sie sind klein und flink und an ihnen ist nicht viel Fleisch. Also suchst du vielleicht besser nach einem Reh. Aber bitte sag mir nicht, für was du dich entscheidest. Ich will es nicht wissen. So, beschaffe 3 Fleisch. Wir haben ja schon ein Speer. Und wir haben auch schon ja dieses coole Eisenmesser. Warte mal, nee, das ist. Ach, das ist das Steinmesser, okay. Dann tauschen wir das mal aus mit dem. Und wir haben noch ein Holz-Yari. Aber wir haben gelernt, ein Holz-Yari kann unter Umständen. Reicht nicht immer. Deswegen werden wir noch 2 weitere mindestens herstellen. Vielleicht sogar 3. So. Das ist das Messer. Okay. Jetzt müssen wir nur noch irgendwas finden. Im Regen. Da links hat sich was bewegt. Hirsche, haben wir gesehen, sind noch nicht mal mit 3 Speerhieben getötet. Oh, warte mal, hier ist noch ein Schrein, oder? Oder ist das Schrein da? Oder ist es einfach nur ein Tor? Könnte ein Hinweis auf ein Schrein sein. Es wurde auch mal gesagt, dass diese Tori zu Schreien führen. Aber ich sehe nichts weiter. Ich will mich jetzt auch hier nicht ablenken lassen. Wir gehen mal ins Gebirge. Ah, ein Hase. Okay, aber da müssen wir uns anschleichen. Im Laufen kriegen wir den nicht. Ich merke schon, das wird unangenehme Aufgabe.
Vor allem, man sieht die Hasen immer erst, wenn sie sich bewegen und dann ist es zu spät. Ich glaube, die verkriechen sich alle im Regen. Schon wieder ein Hase. Aber der ist viel zu schnell. Das ist ein schönes, offenes Gelände, aber man sieht nichts. Keine gute Jagdzeit. Wo sind wir? Da sind wir jetzt. Echt doof. Ja, kein gutes Jagdwetter. Ich weiß nicht, ob das Spiel das simuliert. Ah, da, ein Hirsch. Das Problem ist, dass der Hirsch, wenn wir den treffen, läuft er weg. Na gut. Bleib stehen, Hirsch. So, jetzt Treibjagd. Na? Ich versuche ihn aufzuspießen. Oder wir bleiben stehen und warten, bis er erschöpft stehen bleibt. Ich weiß es nicht. Was das Klügste ist. Irgendwann muss er anhalten. Noch läuft er. Jetzt haben wir ihn. Ah! Er hat uns noch nicht gesehen. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Er ist weg irgendwie, ich sehe ihn nicht mehr. Da unten ist er mit seinem Speer in der Flanke. Ah! Okay, Leute, das ist eine abendfüllende Angelegenheit. Aber wir müssen ihn in die Enge treiben. Wenn er irgendwo in der Schlucht ist. Wo ist er jetzt hin? Jetzt habe ich die Spur verloren. Der Hirsch ist weg. Verdammt. Was tun? Ja, ich kann schleichen. Das war ein Fehler. In dem Moment, wo man den Speer zieht, ist das Schleichen aber, glaube ich, vorbei. Okay, hier ist er irgendwie nicht. Er ist verschwunden. Es hat sich in Luft aufgelöst, glaube ich. Was haben wir denn hier? Ein Stoffpäckchen mit Ipongeta-Schuhe. Okay. Dorfbewohnerbedürfnisse, Luxus. Okay, es gibt sowas wie Bedürfnisse. Das ist ja ganz cool. Die können wir uns vielleicht anziehen? Nee, tatsächlich nicht. Oder? Doch. Das war's. Den Hammer und den Sack können wir nicht mitnehmen. Naja, okay, das ist jetzt nicht unser Thema. Aber wisst ihr was? Wir haben, glaube ich, hier auf der Jagd noch einen Schrein gefunden. Sehr schön. Ein Jitsu-Schrein. Die Frage ist, was angemessen ist für den.
Und hier brauchen wir eine gelbe Chrysantheme, habe ich gesehen. Haben wir aber nicht. Und ich glaube, hier in unmittelbarer Nähe wird wahrscheinlich auch nichts wachsen, sonst wäre das ja ziemlich easy. Wo sind wir denn jetzt eigentlich gerade? Oh Gott, wir sind komplett vom Weg, von allem entfernt. So, Leute, wie kommen wir jetzt an Fleisch? Das kann doch nicht wahr sein. Wir hatten mal richtig viel Fleisch. Tja, Leute, ich laufe jetzt einfach mal den Weg zurück. Was Besseres fällt mir nicht ein. Oder ich kann auch mal hier nördlich laufen. Vielleicht treffen wir unseren Hirsch wieder. Das Z wird wie ein weiches S gelesen. Das J wie ein J. Tja, ob ich mir das merke. Danke auf jeden Fall. Ja, noch mehr Speere basteln müsste man eigentlich auch, gebe ich zu. Beziehungsweise wir sollten hier noch mal ein bisschen was abhacken, um noch mehr Speere zu haben. Scheint ja eine schwierige Angelegenheit zu sein. Vielleicht kann man den Lehrling erjagen. Das geht zu weit. Ah, wir brauchen auch noch einen Holzstamm für einen Speer. Boah, was? Jeder Speer ein Holzstamm? Das ist ja unfassbar. Echt wertvoll. So. Okay, Leute. Ich fürchte, das wird uns jetzt hier den ganzen Abend befassen. Schaut mal, es ist echt weit. Oh, da oben ist ein. Ist das ein Hase? Irgendwas ist doch da, oder? Ich schleiche jetzt übrigens, aber der ist halt auf dem Gipfel. Da kann ich halt. Ist das ein Fuchs? Kann halt von hier nicht zielen, ne? Da. Okay. Ein Rotfuchs. Ich weiß nicht, ob das so gutes Fleisch gibt, aber gucken wir mal. Ja, 4 Fleisch. Jawohl. Hervorragend. So, jetzt ist die Frage, hatte der dort... Oh, wir müssen jetzt eigentlich dorthin. Hatte der da auch ein Lagerfeuer? Oder kehren wir erstmal kurz... Ja, unser Heim liegt auf dem Weg. Kehren wir erstmal zu uns zurück. Ne? Wie kommen wir da hin? Ich glaube, unter der Brücke dadurch. Aber hier sind auch Chrysanthemen. Hier könnten wir auch gleich nochmal opfern. Einfach mal Interesse halber. Ja, das sollte mir nicht der Shinto-Priest dann sagen. Wozu sind die sonst noch gut, die Chrysanthemen? Außer, dass sie einen Inventarplatz wegnehmen. Komm, wir opfern mal kurz. So viel Zeit muss sein. Farbe, ja, vielleicht kann man damit Farben machen. Möglich. Okay. Das bringt uns Jitsu. Auch Sprintgeschwindigkeit. Okay, ist ein bisschen langweilig. Ah, nee. Ja, doch. Tatsächlich.
Naja, gut. Ist vielleicht auch so ein Early Access Ding. Auf jeden Fall können wir jetzt schneller nach Hause laufen. Wir werden jetzt sogar mal den offiziellen Weg hier nutzen. Ah, Mr. Seraphim. Guter Hinweis. Genau, ich wollte ja eine Verlosung machen. Bin ganz hier gefangen von den Ereignissen. Das machen wir aber auch jetzt. Wir laufen kurz zu unserem Dorf. Das ist nämlich ein schöner Moment. Und ich habe das Gefühl, wenn ich Tab mache, wird das Spiel nicht pausiert. Deswegen werde ich jetzt einmal abspeichern. Das werden wir dann nochmal neu laden, damit wir hier keine Zeit verlieren. Dorf sieht aber auch irgendwie schon nett aus. So. Speichern wir das mal kurz. A3. Okay, hier kehren wir zurück. Gut, liebe Leute, ich schalte mal ganz kurz groß und erkläre kurz, wie das jetzt ablaufen wird. Ich muss das selber bloß nochmal kurz vorbereiten. Also, wenn ihr gewinnt, sage ich gleich mal vorweg, dann schreibt mir bitte hier auf Twitch so eine Flüsternachricht nach dem Motto, hey, ich habe gewonnen. Und dann kriegt ihr spätestens morgen von mir den Key, also auch hier auf Twitch über die Flüsternachrichten, über die persönlichen Nachrichten. Das ist erstmal der Weg, wie ihr an den Key kommt, wenn ihr gewonnen habt. Die Moderatoren werden sich natürlich merken, wer gewonnen hat, sodass ihr es nicht versuchen braucht, rumzutricksen. Das wird nicht klappen. Okay, dann werde ich jetzt gleich ein Wort nennen, das ihr eingeben müsst. Einfach in den Chat. Und wichtig ist, dass ihr das nur einmal eingebt. Wenn ihr das mehrfach eingebt, dann werdet ihr disqualifiziert. So einfach ist das. Und dieses Wort muss ich jetzt aber noch mal definieren. Und dieses Wort heißt, und es wird ganz normal groß geschrieben, ist ein Substantiv, das Wort heißt Wasabi. So, und da habt ihr jetzt eine Minute Zeit. Wer Wasabi eingibt, und zwar einmal, ist Teil dieser Auslosung. Jo, im Moment 184 Leute qualifiziert. Die einzigen, die leider nicht mitmachen dürfen, sind die Mods. Das tut mir sehr leid. Und ich wiederhole nochmal, wer doppelt Wasabi eingibt, der wird disqualifiziert. Und die Bots dürfen auch nicht mitmachen. Okay, langsam kommt das hier zu einem Ende. Wir haben 207. Ich werde jetzt den ersten Glücklichen auslosen. Und das ist Caramba Carrojo Cato. Hat gewonnen. Bitte mir eine Personal Message, eine Flüsternachricht schicken. So, wir machen weiter. Ultra Beer Man ist der zweite Gewinner. Herzlichen Glückwunsch. Und der dritte Gewinner ist Exit Uff. Exit Uff. Diese drei haben gewonnen. Schreibt mir bitte eine Nachricht hier auf Twitch. Und dann antworte ich dort und schicke dort den Steam Key. Herzlichen Glückwunsch.
viel Spaß mit dem Spiel. So, wir machen aber noch ein bisschen weiter und wie ich prognostiziert habe, die Zeit ist weitergelaufen, auch wenn man im Menü ist. Deswegen laden wir jetzt unseren Spielstand. Nur Gewinner mit coolen Nicknames, würdiges Gewinnspiel. So sieht's aus. So, was jetzt? Stürzt das Spiel gerade ab? Es passiert jetzt hier gerade gar nichts. Auch das ist möglich. Ja, es sieht ein bisschen merkwürdig aus. Okay. Steht übrigens hier auch für beste Leistung, startet das Programm neu, wenn du ein neues Spiel nach einem anderen laden möchtest. Dann mache ich das mal. Beziehungsweise beende das jetzt mal hart über den Task Manager. Moment. Passiert hier nichts. Ah, jetzt sind wir zumindest raus. Okay. Laden dauert immer ein bisschen, den Spielstand. Zeit zum Verschnaufen. Laut Zeitstempel ist in Mecklenburg 2 Stunden früher als in Köln. Was für ein Zeitstempel? Wo gab es hier einen Zeitstempel? So, hoffen wir, dass es jetzt funktioniert. Ah, sieht ganz gut aus. Aber kleine Vorwarnung, Laden dauert. Zeitstempel vom Safe Game. Ach so. Okay, habe ich gar nicht drauf geachtet. Und dann hoffen wir mal, dass das Safe auch wirklich funktioniert. 2021 wurde gespeichert statt 2221. Ja, das ist wirklich merkwürdig. So, ich trinke übrigens heute aus Anlass dieses wunderbaren Abends japanischen Rum. So sieht das Fläschchen aus. Sehr lecker. Ich habe Zulu Time. Okay, alles klar. Ich glaube, wir sind richtig. Jetzt braten wir Fleisch. Wir haben ja 4 Stücke Fleisch. Da haben wir es. Stöcke haben wir zum Glück auch. Das Dach ist ein bisschen im Weg. Und jetzt müssen wir zu ihm laufen nochmal. Die ganze Strecke. Viel gelaufen. Das war auch so bei Medieval Dynasty. Ich bin gespannt, ob es dann hier auch irgendwann Esel, Pferde geben wird oder sowas. Was die Sache dann einfacher werden lässt. Wir selbst sollten auch mal wieder ein bisschen essen. Und eigentlich müsste es dann das Ziel sein, jetzt hier vor Ablauf der Jahreszeit dann. Oh, hier an der Stelle muss ich aufpassen, ne? Wegen Gesundheit. Vor Ablauf der Jahreszeit dann hier die neuen Leute reinzuholen. Um dann die Produktion schon wieder ein bisschen weiter voranzutreiben. Ich soll mit Anlauf hier die Brücke springen? Könnte man auch probieren, ja. Stimmt. Könnte ich auf dem Rückweg mal versuchen. Kann man bestimmt irgendwie auch reparieren ab einem bestimmten Punkt. Vielleicht ist das noch eine Questaufgabe oder so. Wird auch schon wieder dunkel.
Von der Seite kommen wir irgendwie nicht hoch. Wir müssen den Umweg da gehen. Habt ihr übrigens unsere schönen Pantoffel schon beachtet? Die sieht man richtig am Körper. Vielleicht so noch ein bisschen besser. Schaut, oh Gott, wir gehen da wie auf Stelzen. Seht ihr das? Hä? So kann doch niemand gehen. Könnt ihr das erkennen? Mal kurz die Fackel an, jetzt sieht man es besser. So kann man bitte gehen? Ich meinte, durch den Schlamm ist das sehr praktisch. Wahnsinn. Gab es sowas wirklich? Das ist ja verrückt. So. Warte mal. Ach so, wir müssen dahin. Ah, ich dachte, wir müssen zu seinem Mentor. Nee, wir müssen zum Lehrling. Der streift hier immer noch durchs Gebiet. Hier, ich habe das Fleisch gebraten. Danke, ich werde es gleich abliefern. Warte einen Moment, hast du heute schon gegessen? Mach dir keine Sorgen um mich. Seit meine Eltern gestorben sind, war es nie anders und ich habe mich daran gewöhnt. Ich schaffe ganze 2 Tage ohne zu essen, weißt du? Kengio sagt, das zeigt Disziplin. Er sagt was? Kengio nutzt dich aus. Ach so, jetzt ist eine Entscheidung. Ja, kommt. Kengio nutzt dich aus. Iss das Fleisch. Du hast es nötig. Vielleicht hast du recht. Ich habe mich in letzter Zeit nicht besonders gut gefühlt. Okay. Jetzt müssen wir mit Kengio mal sprechen. Mein ernstes Wörtchen reden. So als Neuankömmling macht sich das immer gut, gleich die Alteingesessenen zu belehren. So, Kengio, ich muss dich jetzt leider mal wecken. Was willst du von mir? Kikumatsu hat etwas erjagt. Woher willst du das wissen und wo ist das Fleisch? Ich habe ihm gesagt, er soll es essen. Hast du überhaupt eine Ahnung, wie hungrig er war? Okay, jetzt nicht ganz so günstige Einstellung. Das ist sein Problem, nicht meins. Seine Eltern sind tot und die kleine Rotznase muss lernen, alleine klarzukommen. Er ist noch ein Kind. Du bist für ihn verantwortlich. Oha, der abgerissene Flüchtling will mir erzählen, wie ich meine Schüler zu behandeln habe. Besten Dank für die Lehrstunde. Ich komme gut ohne sie klar. Seht ihr? Genau, das meinte ich, aber egal. Ich weiß, was hier vor sich geht. Du gibst dich, als wärst du was Besseres, weil du hoffst, dass die anderen sich davon beeindrucken lassen, wie fürsorglich und barmherzig du bist. Na dann mal viel Glück damit. Manche kaufen dir diesen Mist bestimmt sogar ab. Aber ich durchschaue dich. Hau ab, bevor ich wütend werde. Und hör auf, hier herumzuschnüffeln. Wenn ich sehe, dass du hier einen soliden Außenposten wie meine einrichtest, kannst du was erleben. Oh. Oh. So, jetzt müssen wir mit Toshichi widersprechen. Das war der Typ von Anfang, ne? Ich habe Angst, hier runter zu... Ne, wir wollen nicht runterspringen. Ja, doch. Ich gehe mal hinten runter. Beziehungsweise hier führt ja auch ein Weg. Wo führt der Weg uns da hin? Kommen wir wahrscheinlich auch irgendwie... Oh, das sind große... Ne, kleiner Bambusbaum. Ich dachte, das wären große. Hier sind aber ganz viele, müssen wir uns irgendwie merken. Ja, danke. Okay, zurück. So, jetzt kommen wir gleich zur Brücke. Gibt es hier auch ein Quicksave? Das Blöde, beim Laden müssen wir wieder komplett neu reinladen.
Ich weiß nicht, das mit dem Sprung... ich glaube, das wird nichts. Das Laden dauert mir leider zu lange. Das Risiko ist mir zu hoch. Das probieren wir jetzt nicht aus. So, ich habe keine Ahnung mehr, wo der Weg lang führt, aber ich sehe schon unser Dorf. Sehr schön. Auch schön, wie sich hier so Pfützen bilden. Hier kann man direkt so Reis anbauen wahrscheinlich. Die Story ist interessanter als beim Vorgänger. Finde ich auch, ja. Geht mir ganz genauso. Wirkt irgendwie viel nachvollziehbarer eingebettet. So, ich habe den Nachbarn geholfen. Ich weiß, dein Name ist in aller Munde. Ich habe der Miko Chiyome geholfen. Hast du von ihr gehört? Chiyome hat allen erzählt, wie du die Schreingöttin geehrt hast. Es war nur ein gekochtes Ei, kein großes Opfer. Es war mehr, als die meisten hier tun würden. Manche haben sich sogar dafür geschämt, wie sehr sie Inari vernachlässigt haben, als sie von dir gehört haben. Ich denke, der Schrein wird von nun an mehr Besucher bekommen. Ich bin Kengio begegnet, hat er etwas erwähnt? Nun, er wird erst einmal nicht gut auf dich zu sprechen sein, aber alle anderen sind der Meinung, es war mutig von dir, dich für den Jungen einzusetzen. Er war hungrig und hatte Angst, ich musste ihm einfach helfen. Manche würden sagen, du warst ungerecht Kengio gegenüber, aber ich sage, der alte Narr hat es verdient. Entschuldige die Ausdrucksweise. Hat Matsumaru irgendetwas erwähnt? Ja, die Sache mit dem alten Hikobai. Matsumaru ist ein ziemliches Plappermaul. Er hat allen erzählt, was du getan hast. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich das Richtige getan habe. Du hast die Schmerzen des Alten gelindert und es ihm erleichtert zu gehen. Das ist die schwierigste Form der Gnade. Die Leute hier werden sich daran erinnern. Es war eine schwere Entscheidung, aber du hattest den Mut, sie zu treffen. Das ist es, was einen Anführer ausmacht. Denkst du, ich kann mich jetzt auf die Unterstützung der Leute hier verlassen? Das denke ich. Ich kenne sogar jemanden, der sich gerne deinem Dorf anschließen würde. Wen? Meine Schwester Sayuri. Sie ist von deinen Plänen begeistert. Das alte Sosogi hat ihr viel bedeutet und sie wünscht sich, es wieder auferstehen zu lassen. Sprich mit ihr. Hoffentlich könnte das der Anfang des neuen Sosogi sein. Okay. Ja, klar. Sprechen wir mit ihr. Es ist auch interessant, es scheint im Moment so ein bisschen handverlesen zu sein, wen man hier anwerben kann. So, wir lauern sie hier nachts auf. Hi Sayuri. Oh Gott, sie hat schon Angst vor uns. Ich wollte kurz mit dir was besprechen. Willkommen. Toshishi meinte, es gäbe etwas, bei dem ich dir helfen könnte. Nee, eigentlich meinte er das nicht. Eigentlich meinte er, sie will sich uns anschließen. In der Tat, ich habe gesehen, zu was du in der Lage bist. Du könntest das Dorf wieder zu dem machen, was es einst gewesen ist. Wir sollten zusammenarbeiten. Was meinst du damit? Aku ist doch meine Freundin. Ich habe ein paar Ideen. Zum Beispiel gab es hier einmal eine Brücke. Viel genutzt von Reisenden und fahrenden Händlern, die uns besuchten, kamen. Als Sosogi niedergebrannt wurde, wollte die Shogudai-Armee es uns erschweren, je zurückzukehren. Also zerstörten sie auch die Brücke. Na gut, ich meinte, man muss nur einen kleinen Umweg gehen, um durch diesen Bach zu warten. Eine solche Brücke könnte uns in Zukunft von Nutzen sein. Ganz genau. Im Moment kommen nur Plünderer und Aasfresser in unser Dorf. Und diejenigen, denen etwas an den Erinnerungen liegt. Außerdem hat sich mein Leben auf dieser Brücke verändert. Ich kann einfach nicht weit von diesem Ort entfernt sein. Vielleicht erzähle ich dir eines Tages davon. Oh, es gibt noch eine Backstory für die Brücke. Sehr gut. Ich kann die Brücke nicht allein wieder aufbauen. Warum? Wir können doch Bäume fällen, Brücke aufbauen. Fertig. Hör zu, wenn du deinem Dorf ein Zuhause für mich hast, würde ich mich dir gern anschließen. Ich werde tun, was nötig ist, damit wieder Menschen über die Brücke kommen können, damit das Dorf wieder leben kann. Okay, es gibt ein neues Bauprojekt. Irgendwas Spezialmäßiges habe ich gesehen. Warte mal kurz, das will ich
angucken. Es könnte aber die Brücke sein. Bin mir nicht sicher, was jetzt hier freigeschaltet war. Habe ich nicht gesehen. Naja, auch nicht so schlimm. Jo, okay. Dann ist klar, was wir zu tun haben. Wir werden ein weiteres Haus bauen für sie. Das ist tatsächlich ganz schön mühsam, für jede Person ein eigenes Haus zu bauen. Schon krass. Aber ich würde sagen, unser Haus in der Mitte und das Haus der beiden Ladies links und rechts von uns. Das ist doch noch fair irgendwo. Ich sehe aber nichts. Ich muss erstmal Bäume finden. Nee, erstmal das Haus platzieren. Opferwurst hat Durst schreibt, die Schuhe nennt man übrigens Ippon Bargeta und die haben tatsächlich nur einen Klotz in der Mitte. Ja, die haben ja hier auch den Namen, warte mal. Ippon Geta Schuhe, so heißen sie hier auch. Ah, cool. So, Gebäude, Wohngebäude, kleines Haus. Und wir... Oh, warte mal, aber wir haben ja jetzt im Holzlager Holzstämme. Das erleichtert die Sache schon mal. Das sollten wir natürlich jetzt auch nutzen. Kann man ein zweites Bett in ein Haus bauen? Oh, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Das erspart uns vielleicht den großen Bau. Dann müssen wir uns aber für eine Frau entscheiden. Schlafmatte. Das ist spannend. Gucken wir uns das mal kurz an. Nee. Einfache Bauwerke. Hier sehe ich es nicht. Ah, warte mal. Hier habe ich aber gerade ein Spezialprojekt gesehen. Werkstatt. Das ist, glaube ich, das, was neu ist. So, Dekorationsgegenstände. Nee. Einrichtung. Hauseinrichtung. Betten. Hier gäbe es Betten. Tatsächlich. Schlafmatte. Stroh. Oh mein Gott, wenn das so gehen würde, das wäre ja super. So. Ich denke mal dann neben uns, oder? Kann hier nicht platziert werden. Ach so. Okay, also man kann Schlafmatten bauen. Aber offensichtlich in so ein Haus immer nur eine. Schade. Ja, das stand auch in der Beschreibung. Es stand auch in der Beschreibung des Hauses. Okay. Also zu früh gefreut, Leute. Wir kriegen hier keine Bettgefährtin. Dazu müssen wir erst große Häuser bauen. Das können wir nicht. Oh mein Gott, unser Inventar ist komplett zugemüllt. Können wir die Rinde... Ah ja, kann man ins Holzlager packen. Bretter werden wir eh noch brauchen. Bambus können wir auch erstmal reinpacken. Ei können wir essen. Brennholz brauchen wir im Moment auch nicht. Okay, Fleisch können wir auch essen. Chrysanthemen sind auch lästig. Müsste aber erstmal reichen. Wir packen mal gleich mal alles voll, was geht. So, das kennen wir jetzt schon. Jetzt brauchen wir viele Bretter. Und ich glaube, ich packe dann auch schon mal mehr Holz gleich ein. Ah, das gefällt mir. Das, wie das hier mit der Produktion funktioniert, gefällt mir echt ganz gut.
Es ist irgendwie ein bisschen transparenter. So, Bretter. 4x6 können wir auf jeden Fall schon mal herstellen, ja. Ich sehe auch schon das nächste Problem. Wir brauchen Stöcker. Okay, wo kriegen wir Stöcke her? Wahrscheinlich am besten von Büschen. Mal gucken. Ja, es gibt immer nur einen Stock. Geht das nicht effizienter? Okay, das ist ja super nervig. Zwei Stöcke. Können wir noch irgendwas kaputt machen? Ah, warte mal. Eine Sache. Diese ganzen toten Bäume, ich glaube, die haben auch Stöcke gebracht. Vielleicht ist das ein bisschen effizienter. Ja, die Zäune, da haben wir... Ich weiß gar nicht. Den einen Zaun haben wir schon. Ah ja, hier. Das gibt immerhin drei Stöcke. Das geht. Ja, nicht alle, aber gut. Na doch, bei jedem Schlag kommt einer. Ne? Außerdem müssen die Bäume sowieso weg, die sind hässlich. Ein Stamm sind 15. Ja, wir könnten natürlich auch selber hacken. Aber ich gehe jetzt diesen Weg. Stimmt. Ne, Baumstamm mit der Axt gibt das Stöcke. Baumstamm mit der Axt gibt Brennholz. Vielleicht auch Stöcke, ja. Aber Leute, ich finde es nicht schlecht, dass wir die verbrannten Bäume jetzt bauen. Schaut mal, wir sind jetzt schon bei fast 30 Stöcken. Das geht doch. Ist für euch jetzt ein bisschen duster, das Ganze. Man sieht sie so gegen den Himmel stehen. Irgendwas ist hier im Weg. Ah, hier ist noch ein verbrannter Zaun. Oh Gott, man sieht gar nichts. Das ist ein Weinbeerstrauß. Okay. Es ist mitten in der Nacht. Was ist denn hier? So, das reicht jetzt auch. Na, hier haben wir noch einen. Seht ihr irgendwas? Gaius und Zuschauer, schön, dass ihr reinschaut. Ich habe gesehen, ihr habt auch Sengoku gespielt. Freut mich sehr, dass ihr bei mir noch ein bisschen reinguckt. Aber ihr steht ja dann schon im Stoff gewissermaßen. Wir sind jetzt hier, wir haben schon ziemlich viel gebaut. Wir sind jetzt hier beim dritten Wohnhaus. Haben die erste große Quest erledigt. Und können jetzt vielleicht die Brücke noch reparieren. Vielen Dank für den Raid und willkommen nochmal. So, wir brauchen aber jetzt auch hier Bretter. Ich verarbeite erstmal alle Stöcke. Und dann geht es noch weiter mit den Brettern. So, da gehen wir schnell mal zu unserer Holzwerkstatt. Wir müssten ja noch ein paar Bäumchen haben. Das war nur einer. Wartet. Ich denke... Na komm, wir verarbeiten nicht alles. Ja, Nachtarbeit. Ich finde, am Anfang gibt es so viel zu tun. Da will ich die Zeit nicht... Es war rollenspielerisch natürlich nicht so schön. Aber durch die Jahreszeitbeschränkungen möchte man ja vor der nächsten Jahreszeit immer die Dinge schon erledigt haben. Zum Beispiel würde ich jetzt gerne vor der nächsten Jahreszeit
die nächsten Leute haben, weil die ja dann im Übergang quasi ja schon produzieren. Das fände ich schon cool. So, hauen wir hier alles rein. Ich sehe, wir brauchen noch 2 Holzstämme. Die haben wir vielleicht noch im Lager. Es wird auch morgen. Langsam hält es sich auf. Nee, wir haben alles rausgenommen. Hatte ich falsch in Erinnerung. Ja, Leute, dann müssen wir nochmal wieder Holz hacken. Hilft nichts. Das ist schnell weg, ne, was die hier produzieren. So, bevor das hier in den See fällt, schnappen wir uns das gleich. Direkt schon in der Luft gefangen. Das ist die hohe Kunst der Holzfällerei. Und es geht zurück. Ja, Koop-Modus. Mit viel, viel Spielern kann man Koop spielen. Ich glaube, bei Medieval Dynasty geht es ja jetzt mit 2. Kann man das hier mit mehr machen? Mit 4? Oh, das ist natürlich richtig gut. Wow, das ist ja cool. Ah, schön. Das ist echt ein Pluspunkt, muss man sagen. So, hier brauchen wir Brennholz. Stroh haben wir. Okay, also das macht es dann auch nochmal ein bisschen besser als Medieval. Das ist sogar ein 4er-Koop hat. Nicht schlecht. So, hier fehlt Stein und ein bisschen Brennholz. Brennholz kriegen wir, glaube ich, auch günstiger, indem wir das da selber produzieren. Vermute ich mal stark, falls es das überhaupt gibt. Ja, gibt es hier. Seht ihr? Ich mache mal einen nur. Was hat das ergeben? 5. Ja, ich glaube, das ist auch besser. Und dann hacken wir noch ein bisschen Stein. Oh mein Gott, dein Ehrgefühl lässt es nicht zu, Wehrlose anzugreifen. Ja, sie ist mir hier reingelaufen. Das war kein Angriff. Gleich immer diese Übertreibung. Okay. Okay, Haus ist gebaut. Das heißt, wir können sie jetzt zuweisen. Bevölkerung, Sayuri, Zuhause, kleines Haus, Bett. Sehr schön. Baue die Brücke wieder auf, die aus Sosogi hinausführt. Das ist jetzt möglich. Das ist doch schön. Dann probieren wir das auch gleich aus. Nicht jeder hat sein Ehrgefühl in der linken Maustaste. Echt mal. So, dann bin ich auch gespannt, was wir dafür benötigen. Okay, das läuft über so eine Questtafel. Spezialprojekte. Du wirst in der Welt auf verschiedene Spezialprojekte stoßen. Sie stehen stellvertretend für Transport, Produktions- oder spirituelle Infrastruktur im Nata-Tal. Sie zu vollenden erfordert Mühe, doch diese wird belohnt. Deine Dynastie-Legendenstufe wird sie erhöhen und mitunter öffnen sich dir andere Belohnungen wie Hauptvorkommen seltener Rohstoffe. Ah, okay, so haben sie dann Zugänge zu bestimmten Spielbereichen und Spielmechaniken gelöst. Errichte ein Spezialprojekt Werkstatt, um mit dem Bauprozess zu beginnen. Einfache Bauwerke in der Nähe des Hinweisschildes. Schemata für Spezialprojekte werden im Verlauf der Hauptquest freigeschaltet. Wow, also da ist wirklich
ist wirklich interessantes neues Zeug drin, ne? Schon gut. So, das heißt, warte mal, errichte eine Spezialprojektwerkstatt in der Nähe, um mit dem Bau, nicht mit dem Baum zu beginnen, sondern mit dem Bau zu beginnen. Okay, das heißt, wir müssen die hier bauen. Wir haben die ja gerade schon gesehen. Einfache Objekte, Spezialprojektwerkstatt. 6 Holzstämme, 10 Bretter, 10 Bambus, 10 Steine. Ja, egal, wir platzieren sie erstmal. Und bauen schon mal alles rein, was wir haben. Bambus haben wir im Lager. Bretter müssen wir herstellen. Ich würde sagen, wir werden hier einfach einen Baum fällen, zum Lager zurückkehren, Bretter und Bambus machen und dann sind wir schon durch damit. Ja, man kommt auch so über den Fluss. Also das ist nicht begrenzt in diesem Falle. Ah, ich will es mal schaffen, alles in der Luft schon aufzufangen. Ach komm, wo wir schon dabei sind, hauen wir noch einen Baum. Kann man immer gebrauchen. Yodas Box, das ist doch bei den Spielen immer so. Bauen und bauen, ja. Man baut quasi nur. Ja, ja. Wo ist der letzte? Hatte ich ihn auch noch in der Luft? Bauen. Rumlaufen, irgendwelche Quests erfüllen. Ja, gut, ein bisschen jagen haben wir schon gemacht. Dann wird noch Landwirtschaft irgendwann dazukommen. Crafting spielt ja auch eine größere Rolle dann. Nee, das ist schon ein bisschen vielfältiger. Aber klar, bauen ist sicher auch in der Anfangsphase dominant. Aber in meiner Erinnerung war es in Medieval Dynasty auch schon so, dass man die meiste Zeit mit Bauen dann verbracht hat erstmal. Gibt es Schaden, wenn mich Stämme treffen? Ja, also bei Medieval ist es ja so. Hier müssten wir es ausprobieren. Ich sehe echt, es sind echt wenig Bäume hier noch auf der Lichtung. Ne? Krass. So, was ist das denn hier? Oh. Noch Müll. Okay, wir nehmen 10 Bambus, war das, ne? Kann man das mit Schiff teilen? Nee, Stapel aufteilen. Aber einzeln teilen kann ich das nicht, ne? Na gut, dann nehmen wir 11 mit. So. Wie viele Bretter hatten wir noch offen? Ich glaube, es reicht, wenn wir einen Baum verarbeiten. Da machen wir mal 2. Ja, 2 Bretter fehlen. Okay, schnell zurück. Wer schläft da eigentlich noch in dieser Bude da? In diesem Unterstand? Martha. Hier sind auch noch alte Zäune. Ja, es gibt einen Kampfaspekt, definitiv. Es gibt Banditen. Und es gibt hier sogar kleine Perks im Bereich Krieger, wo man Angriffsschaden und so Waffenschaden erhöht. Und man kann auch Waffen craften. Sicher auch irgendwie sowas wie so eine Basisrüstung und so ein Kram. Das hat das Spiel auch. Aber es steht sicher nicht im Vordergrund. Ich sehe gerade, wir müssen auch uns ein paar Eier kochen. Wir haben keine mehr. Und die Schuhe. Wir müssen mal eine persönliche Kiste anlegen. Wird auch noch langsam Zeit. Ah, Steine habe ich noch vergessen. Egal, die kriegen wir auch hier. Es gibt schon veröffentlichte Bilder vom Schwertschmieden. Ah ja, alles klar. So, Steine. Ich sammle erstmal. So, um ein Spezialprojekt abzuschließen, liefere zunächst alle benötigten Materialien an die Spezialprojektwerkstatt.
Danach wird das Spezialprojekt in der Liste deiner verfügbaren Arbeitsplätze erscheinen. Weise ihm hier alle benötigten Arbeiter zu. Denke daran, du kannst auch dich selbst zuweisen, solange du einem eigenen Bett zugewiesen bist. Und warte einige Jahreszeiten. Es braucht mehrere Jahreszeiten, bis größere Projekte fertiggestellt werden. Oh mein Gott. Achte darauf, dich währenddessen weiterhin gut um die Bedürfnisse deiner Dorfbewohner zu kümmern. Das ist ja krass. Das heißt, in der Zeit können die ja nichts anderes arbeiten. Meine Güte. So. Okay. Warte mal. Jetzt heißt das, wir finden das hier. Oder was war der nächste Schritt nochmal? Wartet mal, also ich hatte es jetzt so verstanden. Eine linke Maustaste, wahrscheinlich ohne den. Ah, warte mal, vielleicht hier. Ah, alles klar. Alles klar. So, wir brauchen 20 Stämme und 40 Bretter. Wir packen mal alles rein, was wir schon haben. Bretter haben wir gar nichts mehr. Doch, wir haben doch 11 Bretter. Ach so, das muss man jetzt ändern. Ich verstehe. Ja, okay. Also noch 15 Stämme und 29 Bretter. Na dann, machen wir uns an die Arbeit. Wäre doch gelacht. Ich würde. Vielleicht haben wir Glück und das ist so ein Basisgebäude, dass man das vielleicht in einer Jahreszeit herstellt. Dann würden wir es vielleicht noch sehen. So, jetzt wird hier abgeholzt. Direkt hier. Bloß Nahrung ist leider noch ein Thema. Das, dieses Auffangen in der Luft ist irgendwie zu cool. Ah! Jetzt ist die Axt kaputt. Okay. Erstmal Steine. Ach nee, den kann man einfach nehmen. Okay. Einen werden wir noch. Ach, das ist ein Stumpf einer Rotkirche. Alles klar. Die kann man so aufsammeln. So, Stöcke haben wir genug. Vier Äxte. Müssen schon drin sein. Okay, aber ich sehe gerade, wir können eh nicht mehr viel aufnehmen. Ja, das war's dann schon. Gibt's irgendwas, was wir wegschmeißen können? Ja, das war. Das hätten wir natürlich alles auch mal im Lager lassen können. Holzkohle. Die Bambusflasche. Warum schleppen wir in der Gegend rum? Daran habe ich nicht gedacht. Egal. Wir liefern das erstmal ab. So, direkt mal Material ändern. 7 brauchen wir noch. Nee. Achso, kann man die extra in andere Fallen. Ja, das könnte man wahrscheinlich machen. Oh ja, das ist ein guter Hinweis. Bloß dann werden sie natürlich nicht automatisch ausgewechselt. Wobei wir die zum Beispiel die Steindechsel, die brauchen wir eh nicht mehr. Das ist ein guter Hinweis, ja. Dann schaffen wir ein bisschen Platz im Inventar. Irgendwo lag doch jetzt hier noch ein Baumstamm. Den wollen wir nicht liegen lassen. Ich habe vergessen, wie viel brauchen wir jetzt noch? Ich habe ja eben was reingetan. Habt ihr das euch gemerkt?
7, ne? 7, ja. Ha! Da war er wieder. Der Baumfänger. Der mit dem Baum tanzt. Da lag noch einer. Und zack, 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 zack. Nein. Okay, diesmal war es nicht so gut. Da lag noch einer. Tatsächlich. Gut. Das müsste es schon gewesen sein. So, die 20 haben wir und 29 Bretter. Für 29 Bretter brauchen wir 5 Baumstämme. Ne? 3 haben wir. Hier müsste es noch eine Sortierfunktion geben. Die fehlt noch dringend. So, Autosortierung. Okay. Dann laufen wir mal zurück und dann kann ich auch gleich mal das Inventar leer machen. Das sieht schon sehr lieblich aus. Fällt mir echt gut. Okay, also wir stellen Bretter her. Machen wir direkt mal das Maximum. So, dann gucke ich mal, was kann ich hier alles ins Holzlager packen, was wir nicht brauchen. Stöcker brauchen wir sowieso immer. Brennholz kann hier nochmal rein. Bambus kann hier rein. So, dann kann ich die Bambusflasche im allgemeinen Lager ablegen und die Holzkohle. Warum soll ich Kräuter sammeln? Das kommt ins Nahrungsmittellager. Fell im allgemeinen Lager. Warte, Holzkohle kommt wohin? Ah, Holzkohle kommt ins Holzlager. Na, dankeschön. Okay, wir können... Naja, die Äxte brauchen wir vielleicht noch selbst. Wir müssen hier sowieso noch für die Jahreszeit Kram machen. Wasabi auch ins Nahrungsmittellager. Okay. Das müsste dann in unser individuelles Lager rein. Das ins allgemeine Lager. Das ist für die Herstellung von Pfeilen. Gut. So. Wir brauchen sowieso ein bisschen Essen. Lasst mal den Stapel aufteilen. Das müssen wir schon mitnehmen. Das kommt hier rüber, Wasabi auch. Die Eier, die müssen wir irgendwann kochen. Mache ich jetzt aber nicht. Und hier essen wir nochmal. Und satt. Gehen nochmal kurz rüber ins Holzlager, werden die Holzkohle los. Okay. Und da haben wir hier gut aufgeräumt. Prima. So, haben wir jetzt alles, was wir brauchen? 20, 40 Bretter müsste ja locker reichen. Also auf zur Brücke. Ob es sanitäre Einrichtungen gibt? Ich glaube nicht. Das gab es auch bei Medieval Dynasty nicht. Habe ich jetzt hier auch noch nicht gesehen. Ja, 29 brauchen wir. Wir haben 40 mehr als genug. Und da bin ich echt gespannt. Ich hoffe ja für uns, dass es nur eine Jahreszeit braucht, weil dann hätten wir einen schönen Abschluss dieses Streamabends. Dann würden wir auf jeden Fall diese Jahreszeit einfach noch zu Ende laufen lassen. Alles besorgen, was wir brauchen.
Das wäre sehr schön. Material ändern. Auf Brett. Okay. Weise Arbeiter zu und warte einige Jahreszeiten. So, wenn ich jetzt alle zuweise, was ist das denn hier? Stufe 58? Akku. Scheinbar kann ich nur einen Arbeiter zuweisen. Warum hat die denn Stufe 56 und wir 5? Was ist denn das bitte? Was ist denn Akku für ein Genie? Und was soll das hier bedeuten? Okay, aber auf jeden Fall ist es so, dass es nur ein Arbeiter hier geht. Ich habe so ein bisschen meine Zweifel, dass das in einer Jahreszeit dann machbar ist. Das finde ich ein bisschen schade, dass man nicht die Option hat zu sagen, okay, wir entscheiden uns, mehr Arbeiter zu geben, aber haben halt dadurch Nachteile, weil alle andere Produktionen da nicht so laufen. Tja, Leute. Naja, es ist, wie es ist. Ich glaube, da können wir jetzt nichts dran ändern. Okay, was wir aber jetzt machen, wir sorgen auf jeden Fall noch dafür, dass genug Wasser da ist. Warte mal kurz. Mahlzeiten haben wir genug. Getränke. Wir brauchen 100 Getränke. Wir brauchen Eimer. Wir brauchen mehr Eimer. Können wir Eimer herstellen? Das ist noch so ein Thema. Die rote Zahl. Was meint die rote Zahl? Die rote Zahl, nee, das ist, wie unsere Produktivität im nächsten Jahr werden wird. Und die sinkt, glaube ich, weil wir hier im Moment noch nicht genügend Getränke zur Verfügung gestellt haben. So, die Frage ist, wo sind eigentlich die leeren Eimer vom letzten Jahr? Hier sind jetzt noch 4 volle Eimer. Wo ist der? Verbrauchen die etwa auch die Eimer? Oder kriegt man die einfach, indem man hier das Wasser holt? Wasser entnehmen. Eimer herunterlassen. Nee, Werkzeug muss ich auch noch produzieren. Das ist aber jetzt erstmal. Jetzt ist erstmal Wasser dran. Okay, irgendwie geht das so nicht. Hier ist aber kein Eimer dabei bei den Basissachen. Wie kann man jetzt Wasser holen? Gibt es ein Gebäude, was ich schon bauen kann, womit ich Eimer herstellen kann? Gebäude, Produktionsstätten. Eine Jagdhütte könnten wir noch bauen. Okay, das ist auch ganz nett. Aber es jetzt hilft uns bei der Eimerfrage nicht. Ich habe im Lager noch eine Flasche. Das stimmt. Aber die wird uns da, glaube ich, jetzt nicht weiterhelfen. Hä, wie kommt man jetzt an Eimer? Oder wie geht das mit dem Wasser? Das System habe ich, glaube ich, nicht verstanden. Ach so. Könnte es sein, dass das die geleerte Flasche war? Nee, aber das kann es ja auch nicht sein. Eimer herunterlassen, da passiert nichts. Kann das sein, dass hier kein Wasser ist? 0 von 10 Brunnen? Dass der Brunnen irgendwie falsch platziert ist, dass man irgendwie auf eine Wasserader muss? Dass man irgendwas beachten muss beim Brunnen? Muss ich den Eimer in die Hand nehmen? Nee, geht nicht. Das ist ja bei Medieval Dynasty so. Eimer macht man mit dem Holz. Ach, da macht man Eimer? Habe ich gar nicht gesehen.
Ne, hier macht man keine Eimer. Brennholz, Holzstäbe, Stöcker. Ja, das ist eine Bambusflasche, die bringt nichts. Hä? Wo stellen wir Eimer her? Einfache Bauwerke. Persönliche Tasche. Kochtopf haben wir noch nicht. Das kann es nicht sein. Dorfbauwerke. Brunnen. Das ist der kleine Brunnen. Aber ich sehe jetzt hier keine Anzeige. Das ist keine Wasser-Anzeige oder sowas. Ich meine, das ist derselbe Brunnen, den wir da gebaut haben. Das kann es nicht sein. Lagergebäude habe ich mir angeschaut. Wohngebäude ist klar. Produktionsstätten können wir halt nur die beiden bauen. Gasthaus können wir auch nicht bauen. Da muss ein Werktisch. Ach so. Wartet. Es gab doch hier Einrichtungsgegenstände. Einrichtung. Produktionsstätteneinrichtung. Holzfällerhütteneinrichtung. Holzbearbeitungstisch. Ah, alles klar. Ja. Falsches Raster. Und wo soll der hin? Muss der möglicherweise... Ach so. Das ist im falschen Gebäude. Okay, nochmal das Ganze. Einrichtung. Produktionsstätteneinrichtung. Holzfäller. Holzbearbeitungstisch. Okay. Alles klar, cool. Danke für den Hinweis. Das hätte ich jetzt wahrscheinlich jetzt noch sehr lange im Suchen gefunden. Oh Gott. Das wäre beinahe schief gegangen. Schick gemacht, aber nicht intuitiv. Ja gut, wenn man es einmal kapiert hat, sagen wir es mal so, dass man für weitere Werkstattelemente einfach das so machen muss, ist es dann klar. Bei den nächsten Sachen ist es ja dann irgendwo selbstverständlich. So, dann schauen wir mal. Holzbearbeitung. Oh, wie cool. Rührwerkzeug. Eimer. Okay, hier kann man die auch alle herstellen. Kostet das hier weniger? Okay, das ist auf jeden Fall das fürs Wasser nötig. Eimer mit Dünger, Eimer mit Wasser. Öllampe. Oh, man kann Öl produzieren. Wow. Cool. Also, wie viel Eimer? Komm, produzieren wir gleich 4 Eimer. Sehr, sehr schön. So, jetzt müsste es ja irgendwie gehen, ne? Naja, jetzt haben wir 4 Eimer. Und jetzt kommt Wasser da rein, ich verstehe. Das Radialmenü ist auch bei Medieval Dynasty schon so. So, Wasser entnehmen. Und jetzt packen wir das da rein und haben wir mehr als genug Wasser jetzt erstmal für die Leute. Und offenbar verbrauchen die aber die Eimer, habe ich das Gefühl. Okay. Super. So. Ja. 192. Naja, mehr als genug.
ist auch ein bisschen was anderes. Jo, was machen wir jetzt? Wir werden jetzt kurz nochmal die Eier braten. Dann werden wir überlegen, wo die anderen beiden arbeiten. Ach nee, ich will immer da oben drauf zugreifen. So. Das ist Quatsch. Und werden die Werkzeuge dafür noch herstellen. Und dann beenden wir einfach die Jahreszeit und gucken, was mit der Brücke passiert. Das ist jetzt noch der Plan. Ja, die anderen Werkbänke, die können wir sicher auch nochmal bauen. Das ist auf jeden Fall interessant. Ja, vielleicht keine schlechte Idee. Gucken wir mal noch, was da aus reiner Neugierde, was da noch möglich ist. Einrichtung, Produktionsstätte. Wir haben ja die Sammlerhütte und die Holzfällerhütte. Ne? Das ist ja das Einzige, was wir haben. Jagd haben wir erstmal ausfallen lassen. Zimmermannstation ist ja schon standardmäßig dabei. Das ist halt nur das allgemeine Lager. Das brauchen wir nicht nochmal bauen. Was ist denn bei der Sammlerhütte? Das sind irgendwie nur so Zusatzlager. Also hier sehe ich jetzt keine weiteren Werkbänke, die wir bauen können. Okay. Nein. So, packen wir die Eier hier auch nochmal rein. Gut. Was machen wir mit unseren Leuten? Arbeitsplätze. Ich würde sagen, wir machen mal weiter das Baumfällen. Und zwar ohne Bambus. Bambus scheint jetzt doch nicht so wichtig zu sein. Nee. Am nervigsten ist das Bäume fällen. Ach so, wir brauchen jetzt die Äxte. Mhm. Aber wir haben ja hier ganz gut was. Offenbar, was im eigenen Inventar ist, darauf kann man hier auch zugreifen. Finde ich ganz nett. So, Maximum, Maximum, Maximum. Nee, Bambus nicht. Maximum. So. Das ist Nummer 1. Und ja, wir können ja eh nur einen Arbeiter dazuweisen. Herzlich willkommen, Satishu und Zuschauer. Vielen Dank für den Raid, schön, dass ihr da seid. Wir sind hier auch fast am Finale des Abends. Wir gucken mal, ob wir die Brücke gebaut kriegen hier in Sengoku Dynasty. Brunnen, das brauchen wir nicht. Ich denke, wir werden jetzt hier... Wo ist ein Sammler? Ah, in kleiner Brunnen? Ne, Wasser wollen wir jetzt nicht holen. Ich würde gerne die Sammelhütte hier nochmal... Ah, da oben. Gobo und Eier fand ich ganz gut. Das macht Sayuri. Machen wir auf Maximum. Fertig ist der Lack. Okay. Das heißt, wir brauchen jetzt auch keine... Äxte oder so mehr herstellen, sondern wir sind eigentlich durch. Jetzt ist aber die Frage, wir sind jetzt am zweiten Tag. Wir können die Jahreszeit beenden. Gut. Ist auch ein schönes Timing. Ich wollte eh bis 11:30 spielen. Das heißt, jetzt ist einfach nochmal der spannende Augenblick, ob wir noch die Brücke sehen. Ach nee, ein Tag verbleibend. Aber können wir nicht auch aktiv schlafen? Joa. Oh, wir schnarchen. Wer ist denn hier? Ach so, das war Sayuris Hütte. Oh, Sayuri, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. So, dann wechseln wir zur Jahreszeit. Wir checken nochmal ganz kurz. Alles gut hier? Jahreszeit wechseln, genau. Nächstes Jahr Effizienz 100%. Perfekt. Na, es sieht so aus, als ob die Brücke fertig ist. Oh ja. Weil es wie liebevoll, das ist auch noch mit so einer schönen Sequenz verbunden. Toll.
toll. Das gefällt mir. Okay. Wir sprechen kurz mit ihm und dann gucken wir uns noch die Brücke an. Wir haben es geschafft, die Brücke ist fertig. Ja, meine Schwester hat mir schon davon erzählt. Ich hätte nie gedacht, dass ich sie je wieder aufgebaut sehen würde. Alle sind dankbar für deine Mühe. Als Zeichen unserer Dankbarkeit würden wir dir gerne etwas saubere Kleidung anbieten. Es gehört sich doch nicht, für ein Dorfoberhaupt in Lumpen herumzulaufen, ohne dich beleidigen zu wollen. Keine Sorge, vielen Dank. Und wenn du möchtest, dass wir weitere Kleidung anfertigen, könntest du eine Schneiderwerkstatt bauen. Ich könnte dir dafür ein paar Ratschläge geben. Ah, das ist ab jetzt möglich. Aber bevor du gehst, da wäre noch eine Sache. Worum geht es? Also hat hier niemand davon erzählt? Orte wie diese, an denen Schreckliches passiert ist, die locken Dinge an. Gefährliche, manchmal tödlich. Du denkst, jemand wird uns angreifen wollen? Banditen vielleicht? Es gibt schlimmere Dinge in dieser Welt, weißt du? Es gibt eine seltsame Yokai, die sich hier herumtreibt. Eine Dämonin mit einem wütenden roten Gesicht. Niemand weiß, was sie vorhat. Nichts Gutes, so viel steht fest. Manchmal kann man sie beobachten, wenn man dem Weg aus dem Dorf heraus folgt, am Fluss entlang. Was soll ich ihretwegen unternehmen? Woher soll ich das wissen? Du könntest Kang Yu fragen, er hat sie zuerst bemerkt. Noch solche Geschichten dabei. Liebe Leute, wir aber schauen uns jetzt nur noch die Brücke an. Aber auch das finde ich schön eingebettet. Also, das Storytelling ist jetzt nicht irgendwie jetzt weltbewegend, aber es ist glaubwürdig, sagen wir es mal so. Und es ist irgendwie nicht cringe. Okay. Da ist sie, die Brücke. Schön. Ich finde es gut, dass das wirklich nur eine Jahreszeit gebraucht hat. So alles andere wäre ein bisschen unglaubwürdig gewesen. Prima. Also, es ist echt motivierend. Also, das ist von einem, wie soll ich sagen, vom Quest-Design nochmal ein Tick, also nicht nur ein Tick, ich finde nochmal deutlich besser als bei Medieval Dynasty, weil so schöne Bauwerke zu bauen mit dem Crafting auf der Karte und dadurch irgendwie Fortschritt zu erreichen, das ist irgendwie, das hat was, das gefällt mir. Ich kann mir vorstellen, dass da noch bestimmt ziemlich beeindruckende Sachen so zustande kommen. Aber Leute, wir sollten kurz noch unsere Kleidung wechseln. So viel Zeit muss noch sein. Na, das sieht doch schon ganz ordentlich aus. Bleibt mal mit den Schuhen zwischen den Balken stecken. Ja, wahrscheinlich. Muss man ein bisschen aufpassen. Okay, liebe Leute, das war unser Weiterspielen von Sengoku Dynasty. Ich muss sagen, mein Fazit fällt eigentlich rundum positiv aus. Es ist zwar noch ein Early Access und es soll noch viel dazukommen. Wir haben hier schon ein bisschen über die Roadmap gesprochen. Aber das, was jetzt hier schon zu sehen ist, was möglich ist, das macht richtig Lust auf mehr. Echt motivierend. Richtig, richtig gut. Vermutlich kein Vergleich zu Wild West Dynasty, da ist denen das wohl nicht so gut gelungen. Falls ihr zuschlagen wollt, falls ihr es kaufen wollt, weise ich nochmal hin auf meinen Keyshop-Partner Games Planet. Da gibt es das nämlich aktuell noch für 6-7 Tage, immerhin für 30% Rabatt im Vergleich zum Listenpreis. Ihr kommt zu dem Link, genau, Mr. Selfie hat es hier schon eingegeben, wenn ihr Sengoku, Ausrufezeichen Sengoku in den Chat eingebt. Ihr seht es, mit dem Link unterstützt ihr mich, diesen Kanal, diese Art von Content. Den Link gibt es aber auch unter den YouTube-Videos, falls ihr vielleicht später da
nochmal schauen wollt und zuschlagen wollt. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Jo, und damit verabschieden wir uns erstmal von Sengoku Dynasty.